Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen in der Tat Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Auch wenn der Titel des Streams eben ein bisschen falsch angegeben war. Ja. Schande auf mein Haupt. Heute mit dabei die übliche Vampir-Klüngel-Truppe, nämlich die Scarlet, gespielt von Mondi. Die ist eine La Sombra. Hallöchen! Und Feramin spielt Samantha die Toreador. Hallo! Und Kako spielt Bruce den Gangrel. Guten Abend! Und last but not least, der Rerion spielt Ronan den Tremere. Hey! Ja, wir spielen heute wieder Pen and Paper Rollenspiel, das heißt, wir machen hier ein Rollenspiel, falls wir hier irgendetwas machen sollten, was nicht ganz euren Wertevorstellungen oder so entspricht, euch irgendwas triggert oder so. Denkt dran, dass es Rollen sind, die wir verkörpern und nicht wir selber. Also fühlt euch frei, die Charaktere nicht zu mögen, aber niemals die Spielerinnen oder Spieler. Und außerdem kann es durchaus dazu kommen, dass die Charaktere hier schlimme Dinge tun, denn sie sind Vampire, blutrünstige Monster. Deswegen, ja, wir spielen in der World of Darkness, die ist schon vom Namen her dunkel. Und so versuchen wir das auch halbwegs auszulegen. Also wundert euch nicht, wenn es hier auch mal etwas rauer zugehen könnte. Ich weiß nicht, ob es heute der Fall ist, aber ihr seid gewarnt. Ne, wenn euch irgendwas anfasst, triggert oder so, schaltet lieber ab, spult vor, zurück oder sonst irgendwie was, aber quält euch nicht durch. So, ja, beim letzten Mal in der Stadt ohne Namen an der Grenze von Texas, an der Grenze von Mexiko in dem schönen Bundesstaat Texas in den USA, 2019, wir sind im März, Anfang März unterwegs, ja, beim letzten Mal gab es ein Verhör mit einer Malkavianerin in den Gefängniszellen des schönen Tanzclubs von Samantha. Und der hat vielleicht dieses Verhör hat vielleicht einige interessante Informationen zutage gefördert. Zumindest hat sich die Gruppe vorgenommen, nun gegen den Malkavianer Primogen jetzt auch mal tatkräftig vorzugehen, mal schauen, ob wann und wie sie das genau tun werden. Außerdem hat Bruce beim letzten Mal Bande geknüpft zu einem ganz besonderen Tier, denn er hat es geschafft, in der Wüste von Texas eine Kobra zu finden, die ein bisschen vorlaut gewesen ist. Aber naja, Bruce hat sich mit ihr angefreundet und sie, an einen ich sag mal, umquartiert. Er hat ja ein schönes neues Zuhause gesucht. Und diese Kobra hat für einige Erheiterungen auch in den Kommentaren gesorgt. Vielen Dank nochmal an den Meister Umbreon für die schöne Verkörperung in schriftlicher Form. Also wenn ihr irgendwie Kommentare hinterlasst, wir lesen das immer super gerne. Gerne auch so ein Spökes, wie der Meister Umbreon das unter dem letzten Video gemacht hat. Kommentare zaubern uns immer ein Lächeln ins Gesicht, deswegen kommentiert fleißig, wenn ihr das später hier guckt oder nach dem Stream. Wenn ihr live dabei seid, könnt ihr ruhig nach dem Stream auch nochmal auf YouTube rüber und einfach nochmal ein Hallo oder sowas reinschreiben. Wir freuen uns darüber. So, mein Kopfhörer geht aus. Das heißt, ich habe schon wieder viel zu viel gequatscht. Wir befinden uns immer noch am 6. März 2019 in der Stadt ohne Namen und Scarlet hatte einen Termin um High Noon Mitternacht. High Midnight im Stadtpark der Stadt. Das ist die Frage, wie sich Scarlet darauf noch vorbereitet. Irgendwie nimmst du irgendwen mit, gehst du komplett alleine? Irgendwie, was machst du da? Also ich hatte mir ja erstmal diesen ganz uralt Wecker mitgenommen, dass ich die Zeit nicht vergesse. Der klingelt so eine halbe Stunde vorher. Und dadurch, dass wir ja noch zusammen im Club waren, wenn ich mich richtig erinnere bei dem Verhör, wird das dann wahrscheinlich auch irgendwann mal losgeschellt sein, also wirklich dieser uralt Wecker. Ja, und dann hätte ich mich ganz normal von den anderen verabschiedet. Wenn die jetzt nicht großartig gefragt hätten, hätte ich halt gesagt, ich habe noch was vor und wäre da tatsächlich alleine hingegangen.
Dann fährt Scarlett mit ihrem, ich weiß gar nicht mehr, war das ein Opel Corsa oder sowas, ne? Vectra, ja, der Silberne. Opel Vectra, ja. Ist ein Opel Fällt auf wie irgendwie. ein bunter Hund in Texas. Ja. Irgendwie ist so diese Urban Fantasy Streams hier auf meinem Kanal haben die Tendenz, dass die Gruppe immer sehr ulkige Autos fährt. Ich erinnere an den Fiat aus der Scion-Runde, das war sehr ulkig. Er war Ja. von innen größer als von außen und er war blau. Also Er bitte. gehörte ja auch einem Gott. Also von daher. Kann man ein besseres Auto haben? Wir müssen unbedingt noch mal Science spielen. Das ist auch gut, ja. Gut. Ein Kurze Tardis Frage. Fiat. Ja. Wollen wir vorher noch das mit dem Remorse-Roll machen? Weil das Genau. steht ja auch noch Beim aus. letzten Mal, genau, hat Scarlett uns ja für den Aftershow-Talk verlassen. Das heißt, wir konnten da nicht den Remorse-Roll machen. Den von Ronan haben wir da gemacht. Das heißt, wenn ihr Patreon seid, könnt ihr das dann nachgucken, ob er es geschafft hat oder nicht. Er hat es geschafft. Und ja, Na, warum? Scarlett machen wir jetzt kurz vorher, bevor wir Gut. alles weitere. Obwohl wir sind ja noch gar nicht im Tag weitergesprungen, aber wir können es trotzdem mal machen. Also wie dir das am liebsten Ja, mach ist. ruhig jetzt gleich, dann haben wir es hinter uns und ich vergesse es später nicht mehr. So. Das fragt mich jetzt nach Remorse Dice. Wie viele gebe ich da ein? Wie viel Humanity hast du? Sieben aktuell. Dann müsstest du zwei Würfel haben. Weil man berechnet das immer so, wir haben 10 Kästchen quasi auf deinem Charakterblatt. Wir streichen für die Stains von rechts ein Kästchen weg. Das heißt, du hast rechts eins weg und von der anderen Seite kommt deine Humanity dir auch entgegen, nämlich mit 7. Dann müsstest du noch zwei haben. Zwischen 7 und 10 sind nämlich zwei Felder frei. Und die zeigen die Würfel an, die man würfelt. Das heißt, je Okay. weniger Humanity man hat, desto einfacher ist es, keine Stains, also keine Humanity abgezogen zu bekommen bei den Remorse Rolls. Okay, dann roll. Zwei Einser, ich glaube, das ist eindeutig. Ja, du verlierst einen Menschlichkeitspunkt Jawohl. durch deine Aktionen beim letzten Mal. Prächtig. Gut. Gut, ja. Dann ist das so eingetragen und Scarlett fährt mit ihrem Opel mitten in die Stadt. Der Club von Sam ist ja ein bisschen außerhalb der Stadt, am Rande. Und das heißt, du bist auch ein bisschen unterwegs, findest aber relativ schnell einen Parkplatz in der Nähe des Parks, vielleicht sogar da an der Kirche, wo die Tremere ja ist. Ist generell ja auch Tremere-Gebiet hier. Und die Nacht ist ja für den März relativ schön. Wir könnten jetzt noch mal diese schöne Wetterseite uns angucken, die Elanor uns beim letzten Mal gepostet hat. Aber ich finde es eigentlich interessanter, unsere eigene Welt zu erschaffen. Von daher ja, ist es eigentlich eine ganz ganz schöne Nacht, Restnacht für den Anfang des März. Ein paar einzelne Wolken vor dem Mond. Wenig Licht. Der Park selber ist sporadisch beleuchtet. So alle paar Meter. Das heißt, es gibt durchaus sehr viele dunkle Flecken, in denen kein Licht irgendwo auf den Gehweg fällt. Die Hauptwege sind schon sehr stark beleuchtet, sodass man halt einmal von der einen Seite des Parks auf die andere Seite des Parks quer durch die Stadt kommt, ohne irgendwie groß in Finsternis einzutauchen nachts. Aber sobald es irgendwie von den Hauptwegen abgeht, sind die Laternen und Leuchten, die dort verbaut sind, doch recht sporadisch, beziehungsweise teilweise auch ausgefallen oder kaputt gemacht worden. Die Stadt hat sich anscheinend dann nicht so super gut drum gekümmert. Vielleicht aber auch Absicht, weil es ist ja ein bestimmtes Gebiet der Tremere hier. Vielleicht sind die ganz gerne etwas im Dunkeln. Wer weiß das schon so genau? In einer Welt, in der Vampire leben, kann ja vieles möglich sein. Ja, und Richtig. der Treffpunkt hieß ja nur Park. Der Park ist groß. Das heißt, ich würde einfach
dann in diesem Park auf Wanderschaft gehen. Tatsächlich auch so ein bisschen spielerisch die beleuchteten Sachen auslassen und halt so im Schatten mich entlang hangeln. Um zu gucken, benutze ich dann Oblivion Sight, dass ich halt nicht über eine Wurzel stolpere. Ich will kein Horrorfilm-Klischee erfüllen. Ja, also die Wege sind doch noch relativ, also wenn du auf den Wegen bleibst, sind die sind noch relativ gut ausgebaut, so dass man da nicht über Wurzeln stolpern muss. Wenn du natürlich von den Wegen runtergehst, dann ist es natürlich so, dass du irgendwie zwischen Bäumen oder so tatsächlich über die Wurzel stolpern könntest. Deswegen mache ich ja, wie gesagt, Oblivion Sight an, dass ich da gut gucken kann. Ja, und dank deiner Oblivion Sight siehst du auch schon etwas weiter weg auf einer Parkbank eine Gestalt sitzen, die dir bekannt vorkommt, nämlich der junge Mann, der dich angesprochen hat in der Bibliothek. Und von weitem erkennbar, neben ihm ist eine kleine Fahne aufgestellt, also so eine Schwenkefahne, die so dir eingerollt hat. Man kann auch die Fahne ist halt aufgerollt, aber man kann erkennen, dass es wohl das Star-Spangled Banner ist. Und er hat wieder diese Trump-Mütze auf und tief ins Gesicht gezogen, sitzt so ein bisschen eingefallen nach vorne irgendwie und ja, die Füße übereinander geschlagen, hat sich quasi auf dieser Bank gemütlich gemacht. Neben ihm steht eine Flasche in so ein Papier eingeschlagen, bis zum Hals nach oben in so ein braunes Papier mit so einem Gummiband oben an dem Flaschenhals festgetackert. Mhm. Und ein merkwürdiges Alufolienbündel liegt auf der anderen Seite der Parkbank neben ihm. Die Parkbank steht in der Mitte von so einer kleinen Wiese, geht zur einen Seite und zur anderen Seite gibt es auch nochmal eine Sitzfläche. Und das ist quasi so, dass man von beiden Seiten mit dem Rücken zueinander da drauf sitzen könnte. Ja, dann würde ich das machen, dass ich mich so genau auf die andere Seite setze, dass wir so Rücken an Rücken zueinander sind. Und würde dann einfach so sagen, guten Abend. Wenn du näher kommst, hast du ein lautes Schnarchen. Ganz hervorragend, einmal mit Profis arbeiten. Ich habe ja meinen Wecker noch dabei, würde den mal aufziehen und den so daneben stellen. Aber wirklich wieder dann so mit dem Rücken zu ihm. Und der rasselt dann irgendwann. Es geht ein Zucken durch die Gestalt, schreckt hoch, wirft dann vor lauter Schreck halt die Fahne um, die irgendwie klappernd zu Boden fällt. Und er guckt sich so um, du sitzt ja hinter ihm, das heißt, das sieht er hier erstmal nicht. Mhm. Und braucht dann erst eine Weile, sich zu orientieren und schaut dann in deine Richtung. Also, sehr schön. Das wurde ja Zeit. Und dir kommt eine tierische Alkoholfahne entgegen. Ja. Wartest du schon lange? Nö. Geht so. Da konntest du die Zeit ja gut vertreiben. Ja, ich hab Abend gegessen. Okay. Nun gut. Wir wollten uns ja hier treffen. Moment. Passt so irgendwie in seine Manteltasche und holt ein Handy raus und tippt da irgendwie ein paar Sachen auf dem Smartphone-Display ein. Meint dann so, ich gehe dann mal, der Chef kommt dann irgendwie gleich. Okay, vergiss deine Sachen nicht. Flasche, Fahne. Auch was? Alu, Päckchen. Der Rest vielleicht. Der Rest? Ich hab hier einen Knoblauchburrito noch drin. Na, nein, danke. Dachte ich mir. Ja, dieses eingeschlagene in Alufolienbundel wieder mit, nimmt die Flasche, nimmt die Fahne. Rollt die so aus, legt sie sich so über die Schulter, stolziert rüber zum Weg. War nett, dich kennenzulernen. Ja, ja. Ja, und ich sitze da und spiele dann so ein bisschen mit meinem Wecker. Ja, da heißt, du bist auch ein bisschen abgelenkt.
Ja, und irgendwann siehst du auf der anderen Seite irgendwie eine Gestalt aus den Büschen treten. Ja, auch ziemlich geht relativ bucklig, aber schnell. Und er ist in einen langen, sehr fledderigen Mantel gehüllt mit einer langen, großen Kapuze, die tief ins Gesicht gezogen ist. Und setzt sich dann auch mit dem Rücken zu dir auf die Bank. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Mein Name ist Keith und Sie sind Scarlett, nicht wahr? Richtig, ja. Wunderbar. Schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Immer wieder gern. Sie sind das Kind dem Bibliothekar, nicht wahr? Das kommt jetzt ganz drauf an, wen Sie meinen. Also der aktuelle Bibliothekar, dessen Tochter bin ich nicht. Wer ist denn der aktuelle Bibliothekar? Henry Stalker. Also, das sagt mir nichts. Dann sollten wir vielleicht über Namen reden, dann können wir Missverständnisse vermeiden. Ja, das ist mir gerade entfallen. Es ist schon ziemlich lange her, seit ich mich mit ihm unterhalten habe. Ich weiß nur, dass er die Bibliothek besessen hat. War sein Revier, sozusagen. Da würde ich mich tatsächlich so ein bisschen umdrehen und einfach so die Hand mal so auf seine Schulter legen. Einfach um herauszufinden, hat der Körper Wärme oder ist der kalt wie ich? Ja, der zuckt sofort zurück und rutscht dann ein Stück zur Seite. Na, so weit sind wir noch nicht, Fräulein. Nur die Ruhe. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich nicht in eine Falle tappe. Maskerade und so. Hat er sich kalt angefühlt? Ich habe ihn ja kurz. Er hat es verhindert, dass du ihn anfasst. Oder? Ah, okay, also komplett weggerutscht. Interessant. Nun denn, ja, ich bin das Kind des Bibliothekars. Ja, gut. Ich war lange nicht hier, wenn man das so ausdrücken kann. Das heißt, Sie sind erst seit kurzem wieder in der Stadt? Wenn man das so meinen kann, schon, ja. Das ist interessant, weil das bedeutet, dass Sie schon mal hier waren und die Stadt verlassen konnten. Verlassen ist jetzt ein Begriff, den man dafür wählen kann oder auch nicht. Vielleicht sage ich lieber, ich habe lange geschlafen. Ah, okay. Ja. Interessant. Ich habe mit, nun, ich war mit einigen Sachen hier nicht so ganz einverstanden und es ist dann ungefährlicher, wenn man sich aus allem raushält und man kann sich nur effektiv aus allem raushalten, wenn man nichts mehr tut. Das ist wohl wahr. Nun ist es leider so gewesen, dass ich vor einigen Wochen nun aus der REM-Phase aufgewacht bin, sagen wir so. Darf ich fragen, wie lange Sie geschlafen haben? Ich bin mir unsicher. Nun ja, jetzt haben wir das Jahr 2019. Dann eine ganze Weile. Das heißt, Sie haben Prinz Illo noch zu seinen Glanzzeiten erlebt? Ich kenne die Stadt noch, als sie noch keinen Prinz hatte. Eigentlich kenne ich die Stadt noch, als sie noch gar keine Stadt war. Oh, das ist interessant. Das heißt, Sie wissen und ich mache so diese Bewegung mit der Glocke. Sie wissen, was es mit diesem Ort auf sich hat? Auf was spielen Sie an? Nun ja, es gibt diese kleine Eigenart, dass wir diese Stadt nicht verlassen können. Unser eins. Ja, ich hörte davon.
Aber wir sind jetzt der zweite, die, ich habe das zuerst als Witz abgetan. Tatsächlich, glauben Sie mir, es ist kein Witz. Ich habe es versucht und mir die Finger dabei verbrannt. Es geht tödlich aus, wenn man mit Gewalt versucht, durchzubrechen. Dann sollte ich das nicht versuchen. Nicht, dass ich generell vorhätte, irgendwie die Gegend zu wechseln. Aber falls ich das mal machen sollte, werde ich mich wohl dann... Ich würde davon abraten. Es tut der Gesundheit nicht gut. Verstehe. Nun, weswegen ich aber eigentlich mit Ihnen reden wollte, ist, weil ich den Bibliothekar gekannt habe. Und anscheinend sind nicht mehr viele Leute hier, die ich noch kenne. Ja, man kann sagen, es ist etwas dezimiert. Nun. Dafür sind hier ganz komische Dinge. Diese Glocke oder von was sie da reden zum Beispiel. Und genau. Nun, wer zur Hölle hat das so eingerichtet, dass es jetzt hier eine Kamarilla gibt? Jetzt machen Sie mich neugierig. Was war es denn vorher? Vorher waren wir frei. Ach, komplett ohne politisches System. Jetzt verstehe ich das. Okay. Keine Stadt, kein System. Vielleicht hat man einfach irgendwann beschlossen, dass es sicherer ist, sich zu einen. Kainiten, die einfach frei das tun, was sie wollen und frei ihre Fäden ausleben, können gefährlich sein. Nicht, dass ich damit sagen würde, dass die Kamarilla sicherer wäre, aber es ist jedoch jemand da, der einem auf die Finger klopft, wenn was schiefläuft. Also gehören Sie auch zur Kamarilla? Mit Jein, ich würde es nicht mehr definitiv zu 100% bestätigen. Interessant. Nun, mir liegt daran, nun mein Status in diesem nun dann doch Stadt, gerade wenn ich sie dann auch nicht verlassen kann. Nun, ich habe mit diesen politischen Strukturen hier sehr wenig am Hut, sagen wir so. Nun liegt es aber in der Natur der Dinge, dass ich wohl eine Person bin, die sich leicht lange aus Dingen heraushalten kann. Und nochmal einschlafen, sagen wir ehrlich, ich habe keine Lust, nochmal so lange zu schlafen. Verständlich. Und ich war eigentlich davon ausgegangen, dass wenn Sie das Kind von dem Bibliothekar sind, dann nun gehören Sie nicht zu dieser politischen Struktur, aber da habe ich mich anscheinend geirrt. Es ist schwierig momentan. Mein Erschaffer hat mir sehr viel beigebracht über die Strukturen der Kamarilla und ich kann Ihnen versichern, dass diese zu 50% hier nicht zutreffen. Diese Stadt ist etwas sehr Besonderes. Und das nicht im positiven Sinne. Die Gegend war immer schon besonders. Darf ich fragen, wie Sie das meinen? Hi. Man konnte sich gut verstecken hier. Man konnte tun und lassen, was man wollte. Wie hat das ausgesehen, wenn Sie sagen, das war hier noch keine Stadt an sich? Naja, irgendwie, es waren eher eine Ansiedlung. Wenn ich mich jetzt hier so umgucke, ist es ja schon eine Stadt. Aber was bedeutet das für die Menschen, wenn Sie sagen, sie konnten tun und lassen, was sie wollten? Die Menschen haben hier nach Gold gesucht. Und gefunden. Das macht Menschen meistens ziemlich fröhlich. Das definitiv. Aber ich meine, wenn Sie sagen, unser Eins hat tun und lassen können, was sie wollten, ohne dass jemand es kontrolliert hat, gab es viele Tote, Verletzte, ungeklärte Fälle, Verschwinden? Eigentlich nicht, nein. Interessant.
Das ist das, was die Kamarilla uns gerne glauben machen möchte. Dass ohne den Elfenbeinturm alles in Chaos versinkt. Ja, das Märchen kenne ich. Es ist einfach nur, wissen Sie, Politik ist kompliziert. Meistens wird sie von Leuten gemacht, die generell sowieso schon Einfluss haben. Oder von Leuten, die einfach korrumpierbar sind, die den Geld oder sonst in irgendwelchen Machtstrukturen hinterherjagen. Und Machtstrukturen politischer Art zu erschaffen, dient meistens nicht der Allgemeinheit. Da haben Sie recht. Nun, Sie sagten vorhin, Sie möchten Ihren Status hier etwas aufpolieren. Ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht unbedingt jetzt politisch aktiv werden möchten. Oh Gott bewahre, nein. Also hätten Sie ein Interesse daran, dass diese Stadt wieder ein freier Ort wird? Wenn das möglich ist. Das wäre nicht unmöglich. Verstehe. Wie Sie bin sagten, ich ja doch an die Richtige gelangt. Dazu kennen wir uns noch nicht gut genug, aber ich denke, man könnte sich darauf verständigen. Wie Sie schon festgestellt haben, die Kainitenzahl wurde stark dezimiert, zumindest von den Alteingesessenen. Mhm. Und es sind sehr viele Neue in die Stadt gekommen. Das gibt immer Potenzial für Veränderungen. Ja. Veränderungen geschehen immer und meistens sind sie ziemlich schwer zu begreifen. Wenn ich mir die Wunder dieser Welt jetzt hier anschaue, nun, ich habe es immer noch nicht alles ganz verstanden. Ich habe auch einige Lücken, aber... Kutschen ohne Pferde. Das könnte ich Ihnen tatsächlich erklären, wie das zustande kommt. Es würde eine Weile dauern, aber... Ja. Ich bin, glaube ich, ganz gut im Bilde, auch wenn ich es auch nicht wirklich begriffen habe. Dann geben Sie dem Ganzen einfach Zeit, dann kommt das von alleine. Ja. Nun, ich bin auch nicht wirklich daran interessiert, jetzt hier eine große Welle zu schlagen oder so, falls ich Ihnen da Hoffnung gemacht habe, dann tut es mir leid, aber... Vielleicht bleiben wir erstmal dabei, dass meine Anwesenheit hier erstmal unter dem Radar läuft. Mhm. Ja, Radar nennt man das doch, oder? Dieses, was die jetzt auf Schiffe bauen. Genau, das nennt man Radar. Das haben Sie vollkommen richtig erkannt. Ich habe Filme gesehen. Faszinierend, diese Filme. Ja, sie können recht angenehm sein, wenn man Langeweile verspürt. Oder wenn man sich bilden will. Beides kombiniert. Aber wo wir gerade von Ihrer Anwesenheit sprechen, darf ich Sie fragen, von welchem Blut Sie sind? Sie können es sich nicht mehr verscherzen als ich in dieser Stadt. Von daher reden Sie frei heraus. Das ist so eine Sache. Vielleicht lassen wir das auch eher mal noch im Offenen. Wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht. Kann ich nachvollziehen, aber... Sagen wir so, vielleicht erschließen Sie es sich aus dem Satz, dass meine Art, wo auch immer sie auftaucht, nicht lange am Leben ist. Das ist ein Satz, der alles und nichts verspricht. Es kommt immer ganz drauf an, wer man ist und wo man auftaucht. Ja, mein Blutslinie hat Erfahrung damit gemacht, dass wann immer sie offen agieren, nun sie wirklich nicht lange im Unleben blieben. Lassen Sie mich mal überlegen. Otege sagt, magst du das mit einem Okkultwurf gedeichselt haben oder darf Scarlet nicht würfeln, wenn du meinst, Scarlet könnte das wissen, dann kannst du es irgendwie. Es gibt Geschichten. Ich weiß nicht, inwiefern. Kannst du ja vielleicht mal
Wahrnehmung würfeln, also Wits Awareness. Wits Awareness. So. Zwei Erfolge. Yep. Mit einer 10. Dann hast du wahrgenommen, dass er ganz kurz sich mit einem, er hat einen langen Fingernagel oder vielleicht, ja, wenn man näher hinschaut, ist es so ein silberfarbener Ring, den er an dem Zeigefinger hat, der so spitz zuläuft. Und er hat sich kurz damit in den anderen Zeigefinger gestochen, der keinen Ring hat. Und es tropft nun ein Tropfen von dem Blut halt, also tropft nicht wirklich raus, sondern ja. Ist halt so eine kleine blutige Stelle am Zeigefinger. Und was du mit den zwei Erfolgen dann wahrnehmen kannst, ist irgendwie ein übernatürlich starker Blutgeruch, was eigentlich so eine kleine Wunde nicht in dir auslösen sollte an Wahrnehmung. Er leckt sich kurz den Finger ab. Die Wunde verschließt sich wieder. Lecker. Genau. Dann kann ich vielleicht zuordnen, wo sie dazugehören. Dann wissen sie auch, dass meine Existenz ziemlich bedroht ist. Definitiv. Sie sind ein noch selteneres Relikt als ich oder der Ministry, der hier in dieser Stadt noch rumläuft. Also dafür, dass Sie eben noch behauptet haben, es gibt gar nicht so viele Vampire hier? Die Zahl wurde stark dezimiert, das ist richtig, aber... Muss es hier ja ein wahres Eldorado gewesen sein. Es ist, wie gesagt, sehr viel neues Blut auch in die Stadt gekommen. Das Problem ist, es ist eine Sackgasse. Man kommt rein, aber nicht wieder raus. Dementsprechend kann es auch leicht zur Überbevölkerung unserer Art kommen. Gerade jetzt, wo der Prinz auch die Frage in den Raum gestellt hat, ob sie neue Wandlungen zulassen soll. Ich denke, je mehr von unserer Art hier in der Stadt sind, desto schwieriger wird es, meine Existenz hier unter dem Radar zu halten. Richtig. Also muss ich einmal mehr gegen die Obrigkeit sein, wenn der Prinz versucht, mehr in diese Stadt zu locken. Tatsächlich sollten Sie im Allgemeinen vorsichtig sein. Es ist auch eine Blutjagd ausgerufen worden auf Dünnblütige und... Auf was? Dünnblütige. Und Vertreter unserer Art, dessen Blut so dünn ist... dass sie in der Lage sind, Dinge zu tun, die uns verwehrt sind. Teilweise sind sie in der Lage, noch in der Sonne zu wandern. Und noch viele andere Dinge, die ich gerne erforschen würde. Ich hoffe, dass ich einen von ihnen mal treffe, um derartige Dinge mit ihm zu besprechen. Wie in den alten Geschichten. Was kommt als nächstes? Die Alten stehen wieder auf und fressen uns? Tja, die guten alten Märchen. Ja, bis jetzt habe ich gedacht, dieses... Wie nennen Sie es? Dünnblütige? Dünnblütige. Auch Märchen? Wir wissen nicht, was die Zukunft noch bringt. Aber glauben Sie mir, langweilig wird es in dieser Stadt nicht. Aber ich wäre vorsichtig. Viele Kainiten sind auf der Suche nach den Dünnblütigen. Das Und heißt, Sie suchen Leute unserer Art, die sich... versteckt halten, ja. Unter anderem auch zwei weitere Kainiten. Ich sehe das Problem. Nun, mein Standpunkt, wo ich jetzt gerade den Tag verbringe, ist nicht sonderlich sicher, was das angeht, fürchte ich. Nun, es ist ein Angebot, Sie müssen es nicht annehmen, aber die Bibliothek hat sich als ein recht sicherer Zufluchtsort erwiesen. Ich glaube kaum, dass irgendjemand dort suchen würde. Aber ich verstehe auch, wenn Sie sagen, dass unsere Geschäftsbeziehung noch nicht... so weit fortgeschritten ist. Ich überlege es mir.
Eine andere Geschichte. Sie sagen, Sie wollten keine große Welle auslösen. Wären Sie aber bereit, auf dieser Welle mitzureiten, wenn Sie mir die Metapher gestatten? Sagen wir so, mein Interesse liegt daran, zu überleben. Das ist das Erste. Wenn ich offen jetzt in irgendwelche Auseinandersetzungen eingreifen muss, nun, dann denke ich lieber, dass ich das lassen sollte. Ich rede nicht davon, in einen Krieg zu ziehen. Tatsächlich wäre nur die Frage, sollte es zu einem plötzlichen Wetterumschwung kommen, dass Sie damit d'accord gehen. Ich denke, ich werde versuchen, in dieser Stadt meine Daseinsberechtigung zu erkaufen durch Dinge, die ich tun kann. Das habe meine Art schon immer getan. Und wenn wir diese Stadt nicht verlassen können, dann bleibt mir nicht viel anderes über, als Geschäfte zu machen. Richtig. Haben Sie vor, zur Prinz zu gehen? Nein, was soll ich da? Also ist Ihre aktuelle. Ich will mit diesem politischen Dingsterbums da nichts zu tun haben. Nun ja, aber wenn Sie sich quasi das Gastrecht erkaufen wollen, mit irgendjemandem müssen Sie sprechen, der Einfluss hat. Muss ich? Oder reicht es einfach, diejenigen, die Interesse an meinen Diensten haben, mit dem zu versorgen, was sie brauchen? Interessante Vorgehensweise, aber auch riskant. Mein ganzes Leben ist ein Risiko. Das Gefühl kenne ich ja. Deswegen habe ich Sie kontaktiert. In der Hoffnung, Sie würden das verstehen. Nun denn, dann würde ich sagen, Ihr Geheimnis ist vorerst bei mir sicher. Ich denke, Sie werden das nachvollziehen können, dass ich das noch nicht hundertprozentig glauben kann. Aber ich... Deswegen. Vertrauen gibt es selten bis gar nicht zwischen Kainiten, von daher. Nun, es zeugt von Vertrauen, dass ich Sie generell in all das hier eingeweiht habe. Und ich, dass ich so offen Ihnen gegenüber spreche. Ich sehe, wir haben einen guten Grundstein gelegt für eine langjährige Bekanntschaft. Sein Mundwinkel unter der Kapuze gehen ein bisschen nach unten. Na gut, nennen wir es so. Nennt man das heute? Lunchbox? Lunchbox? Ja, früher sind wir, wenn wir auf eine Wiese gegangen und haben Sachen im Korb mitgenommen. Heute macht man das in einer Lunchbox. Ach, Sie meinen ein Picknick? Mhm. Gibt es noch Körbe? Körbe gibt es definitiv. Dann habe ich gerade einen bekommen. Okay, jetzt rafft's auch Scarlett, ja. Nun ja, Sie haben mir nicht mal Ihr Gesicht gezeigt, also können wir noch Ach nicht so vom Korb geben sprechen. Ja, ich verstehe, ich verstehe. Man sieht so ein Grinsen auf dem Gesicht. Also auf dem Part, den man sehen kann. Mhm. Nun denn, kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Na, ich bedanke mich für das liebreizende Gespräch. Ich habe zu danken. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass ich nicht das einzige Relikt in dieser Stadt bin. Oder der Sonderling. Ja, er macht eine sehr starke nickende Bewegung und schiebt dann die Kapuze zurück. Siehst einen jungen, ja, Anfang 20 vielleicht vom aussehenden jungen Mann mit stechenden blauen Augen, die und ein
drittes Auge geschlossen auf der Stirn. Ansonsten hat er eine Glatze rasiert und hat hier so Tätowierungen, die so auf das Auge zuzeigen. Ja, verschiedene geometrische Figuren. Ich habe es mir immer ganz anders vorgestellt. In Natura sehen sie besser aus. Das höre ich oft. Zieht die Kapuze wieder ins Gesicht. Nun denn, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend und bis bald. Bis bald. Und Scarlett erhebt sich dann von der Bank, winkt noch einmal und geht dann schnurstracks in eine Richtung weg. Bist gemutet. Ach, übrigens, ruft er dir hinterher. Ja? Vielleicht fangen wir mit dem Geschäftemachen da an, falls Sie mal Informationen über die Zeit davor brauchen. Darauf komme ich definitiv zurück. Ich wusste das. Eine Frage. Ist es genehm, wenn ich sehr vertrauenswürdige Personen mitbringen würde, die auch großes Interesse an diesem Gespräch haben? Von dem einen würde ich absehen. Ich glaube, der ist Ihnen nicht so gut gesonnen. Ich glaube, ich wähle die Leute, mit denen ich interagiere, lieber selbst aus. In Ordnung, wollte ich nur fragen. Also bleibt es erst einmal zwischen uns. Genießen Sie die Nacht. Sie ebenfalls. Ja. Und dann gehe ich nach Hause und freue mich, sobald ich zu Hause bin, freue ich mich. Salubri, Hype, Salubri, Hype. Scarlett eskaliert ein bisschen in ihrem Zimmer. Ja. Wie sieht das denn währenddessen im Club aus, als Scarlett? Das hat euch ja verlassen, ihr seid ja noch zu dritt im Club. Hat er verlassen? Ich dachte irgendwie, da wäre gerade auch noch irgendeine Feier. Naja, der Club hat halt seinen Betrieb noch, ne? So, das wahrscheinlich bis in die frühen Morgenstunden gehen und dann... Mhm. Ihr habt ja gut eure privaten Bereiche. Ja, wir hatten ja quasi einen Plan gemacht. Und sonst ja. Ich schlage vor, dann bereiten wir uns vor. So gut man sich halt vorbereiten kann auf so eine Konfrontation. Mhm. Da vorbereiten können. Wie willst du dich darauf vorbereiten, Ronan? Die Waffen einpacken. Das ist jetzt alles, was mir einfällt. Beten. Nein, ganz sicher nicht. Ich kann auch für mehrere Leute beten. Ich bin ihre. Gut, wenn das so ein Ehren-Ding ist. Ich glaube gar nicht, aus was Ehren alles ein kompliziertes Ding machen können, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe so eine Vorahnung. Ich würde einmal ganz kurz zu Sam schauen und zu Ron. Und wenn du noch einen Moment für mich hättest, bevor du beten willst, dann können wir vielleicht nochmal zu zweit über was reden. Ich habe da was auf dem Herzen, sag ich mal. Aha. Wisst ihr was? Ich sollte mich eh mal unten umschauen, dann könnt ihr hier das Büro nutzen. Oh, das wäre super. Danke. Lieber, ihr unterhaltet euch hier oben, wie dass unten euch jemand zuhört. Hoffen wir nur, dass die Schlägerei nicht noch weiter ausarten. Genau, deshalb will ich mich hier unten ein wenig umsehen. Hm.
und pass auf das weiße Kaninchen auf. Hm. Wenn das das Vieh aus Monty Python ist, sind wir am Arsch. Was, was? Monty Python, dann sind wir am Arsch. Was, Killerkarnicke? Du redest wieder über irgendwelche alten Filme, oder? Das ist der Ritter der Kokosnuss. Ich schau. Okay, na gut. Wisst ihr, vielleicht haben wir irgendwann mal das Glück, dass in dieser verfluchten Stadt ein bisschen Ruhe einkehrt. Dann können wir uns ja auch sowas widmen. Weißt du, jetzt tut sie so, als wäre das irgendein Schinken aus den 30ern, weißt du? Ja, gut, ich meine, ist vielleicht nicht so bekannt. Bei dir weiß man nie. Ich habe deine Wohnung gesehen. Wenn ich so alt wäre, gäbe es viele Probleme nicht. Aber gut, dann hätte ich vermutlich andere Probleme. Das ist wohl auch richtig, ja. Ganz furchtbar gepanschte Zigaretten zum Beispiel. Furchtbar gepanschte Zigaretten? Damals ging er mit dem Tabak noch anders um. Naja, unterhaltet euch. Danke. Ja, genau, ich würde dann, ne? Dinges gehen und so. Ich würde mich dann auch irgendwo auf so einen Sessel setzen, auf so einen Stuhl. Also wann ist es soweit? Ziehst du den Brau hoch? Weil das ist jetzt so ein ganz schlechter... Du kannst mich ruhig fragen, ob ich dein Trauzeuge werde. Das ist okay. Ah, ich bin nicht sicher, ob einer so der Typ dafür ist, aber ich komme dann auf dich zurück. Nein, es geht um was anderes. Ich, wo fange ich da an? Kann man ja auch nicht rauchen. Ja, genau, das so, genau da. Ich tut mir, dass ich so rumdruckst, irgendwie, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Ich hatte, am Anfang, dann müsste ich vor 4 Jahren anfangen. Das wäre ein bisschen zu lang. Du kennst doch, oder ich habe doch bestimmt mal von meinem guten Freund Henry erzählt, oder? Dem Typ mit den Minen im Vorgarten? Und mit dem Maschinengewehr, genau. Mhm. Mein ehemaliger Nachbar, ein guter Freund von mir. Ich hatte ja die letzten Tage so ein bisschen Zeit, um nachzudenken und so. Und da ist... Ich habe gerade auch im ganzen Kontext mit dem, was hier so geschehen ist, so letzten Monat, mit der Inquisition und so weiter und so. Und es geht darum, dass er nicht sicher ist mit dem, was er da tut. Und ich glaube, dass er in Gefahr ist. Und gleichzeitig... Anna hat mal darüber gesprochen und ich habe das letzte Mal jetzt auch beim Elysium wieder gesehen, dass es doch dieses Ding mit Ghoulen gibt und so. Ja. Ich habe nur gedacht, weil wenn er da alleine ist, ich wollte sowieso mal rüber in ihn besuchen die nächsten Tage, was so eine aktuelle Situation bei ihm ist, wie es bei ihm ausschaut, weil mit dem, was er weiß über die Gesellschaft hier und so und wahrscheinlich auch über die Inquisition, denke ich mal, dass er eines ihrer bevorzugten Ziele sein wird oder halt anderer Kandidaten. Ich habe überlegt, dass vielleicht das, ich spiele momentan mit dem Gedanken, ob es sich nicht lohnen würde, ihn, naja, so ein bisschen unter meine Fittiche zu nehmen. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so weird. Gerade auch mit dem, was in dem Brief von Jelly stand. Der kennt sich super aus mit Technik. Er würde das, weiß ich nicht. Ich habe überlegt, ob er nicht gut und so, ja? Du stammelst furchtbar. Ich habe überlegt, ihn zu ghoulen. Ah.
Einerseits würde er unsere Truppe ganz gut ergänzen mit seinem Wissen, wobei du dich auch etwas mit Technik auskennst, aber er hat, würde man behaupten, relativ gut weitreichende Connections. Er wäre für mich und Anna zumindest ein guter Rückzugsort, weil du hast, also das mit den Minen war kein Scherz. Und gleichzeitig könnte ich ihn dadurch, zumindest denke ich, das irgendwie halt auch mehr Sicherheit geben und ihn besser dadurch beschützen können. Weil auch wenn das ein sehr verrückter Charakter ist, ich kenne ihn halt schon echt gut. Das ist ein guter Kerl. Und ich könnte mir das nicht verzeihen, wenn er wegen mir oder irgendwas, was mich betrifft, dann nachher von uns gehen muss. Also sehen wir mal von dem Umstand ab, dass er vermutlich, also so wie du es beschrieben hast, ein ziemlich abgedrehter Waffennarr ist. Das ist immer eine tickende Zeitbombe. So oder so. Wie viel weiß er wirklich? Das ist die entscheidende Frage. Ist sein Wissen bereits eine Gefahr für uns? Was er ganz genau weiß, weiß ich nicht. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass er von unserer Existenz hier weiß. Oder ob es wirklich Wissen ist oder ob er es glaubt zu wissen, das kann ich halt nicht sagen. Aber er glaubt es auf jeden Fall zu wissen. Und naja, er hat auch genug Anhaltspunkte dafür. Also ich gehe mal davon aus, wenn sein Wissen so umfangreich ist, dass es zu einer Gefahr für uns geworden wäre, wäre er schon nicht mehr am Leben. Du meinst, in einer normalen Vampirstadt wäre das so? Ich gehe davon aus, nach allem, was du auch erzählt hast, wie die Sache mit den Jägern ablief und was für eine Show Malcolm abgezogen hat. Ich gehe davon aus, dass Malcolm über jede menschliche Gefahr zumindest im Ansatz Bescheid weiß. Hier ist halt die Glaubwürdigkeit von so einem Menschen das entscheidende Kriterium. Wenn jemand sowieso von, keine Ahnung, UFOs schwafelt und dann von Werwölfen und Vampiren redet, ist die Glaubwürdigkeit für die Katz im Regelfall. Was anderes ist, wenn er jetzt aktiv auf die Jagd gehen würde nach unseresgleichen. Du musst dir über zwei Sachen klar werden. Wenn du jemanden ghoulst, du machst ihn süchtig. Das heißt, du kannst es dir vorstellen, ein normal gesunder Mensch, dem verpasst du erstmal eine fette Dosis Heroin. Und das immer wieder. Bis er da nicht mehr rauskommt. Das ist ein Fakt. Ich will es nicht schlecht reden, aber es ist ein Fakt. Und du bist dann für diesen Menschen verantwortlich, weil er ohne dich irgendwann nicht mehr leben kann. Gleichzeitig bedeutet, ein Ghoul zu sein, einen tieferen Einblick in unsere Politik zu bekommen, in die Zusammenhänge. Vor allen Dingen auch, was können wir, was sind unsere Verwundbarkeiten? Und, oh Kacke, die gibt's wirklich. Du kannst sowas nicht lange heimlich machen. Wenn irgendwas mit deinem Ghoul ist, der ist dann, obwohl ich diesen Begriff nicht mag, aber er ist aktisch in der kainitischen Gesellschaft ein Sklave. Wenn der Sklave querschießt, musst du ihn umbringen. Punkt. Mhm.
eine wertvolle Ergänzung durch seinen Zugang zu Waffen, vielleicht auch seine Ortskenntnis zuweilen, ist nicht abzustreiten. Außerdem, jeder Ghoul übernimmt etwas von dem Blut, das ihn bindet. Mhm. Wie das und was ist immer so eine Frage für sich, aber die meisten Menschen werden stärker und widerstandsfähiger. Möglicherweise könnte er dann zum Beispiel auch mit Tieren reden. Was seine Paranoia vielleicht verstärken würde, aber Dings, hättest du dann jemanden, mit dem du problemlos über Tiere kommunizieren könntest? Auch eine Idee, die ich hatte. Bruce, ich kann dir die Sachen aufzählen, aber entscheiden musst du es alleine. Letztendlich, die Erlaubnis haben wir ja bekommen, sowas zu tun. Ja, ich wollte das nicht nur alleine entscheiden, irgendwie. Ich wollte mir schon irgendwie Meinung ins Boot holen. Wie gesagt, der Faktor ist, du machst ihn süchtig. Du kannst theoretisch das auch irgendwann wieder sein lassen. Das Band schwächt sich ab. Aber nichts, aber die Erinnerung bleibt trotzdem. Ja. Nicht zwingend. So. Mag ich sehr. Oder Sam? Der Punkt ist, wenn du ihn wenn die Vorteile, die Nachteile überwiegen, deiner Einschätzung nach, so wie du ihn als Mensch kennst, dann mach es. Ist die Pro-Kontra-Liste genau ausgeglichen, dann fühl ihn auf den Zahn, wie viel er tatsächlich weiß. Und entscheide dann. Wenn er zum Beispiel, ganz blöd gesagt, Aufnahmen von Anna aus diesem Club hätte. Du erkennst in meinem Blick so ein... Ja, Bruce? Nicht aus dem Club. Ich habe doch mal von erzählt, wie ich sie kennengelernt habe. Hast du mal was angeschnitten, ja? Ja, hatte wohl Zugriff auf die Kamera im Trailerpark. Und das Mortal Kombat-Manöver wurde gefilmt. Zumindest nur schemenweise konnte man sie erkennen, aber daher kam auch seine Vermutung. Also willst du mir sagen, dass er quasi einen Videobeweis davon hat, wie Anna Menschen tötet? Bevor ich was Falsches erzähle, ich meine ja. Ja. Toll. Na, das ist ja großartig. Deswegen... Danach muss man an ihrem Temperament arbeiten. Wir haben daran gearbeitet. Das war vorher. Das war ja alles zum beinahe gleichen Zeitpunkt. Bruce? So ganz viel besser geworden ist es auch nicht. Ich stehe so ein bisschen kopfschief. Zumindest ihre Meinung ist dieselbe. Wer es verdient hat, geht hops. Ja, das ist richtig. Aber zumindest... Ja, schon, wenn sie mal Pistolen verwenden würde, nicht krallen. Ich glaube, das wird schwer. Aber immerhin konnte ich ihr Netflix näher bringen. Sie ist nicht mehr so viel draußen, sie hängt nicht mehr mit den Anarchen rum. Die lustige Welt der Tiere in Dauerschleife würde ich empfehlen. Ich glaube, das ist jetzt wieder so ein Vorurteil, oder? Ja, ein bisschen vielleicht. Gut, pass auf. Wie gesagt, ist die Liste länger? Mach es. Es ist
Ausgerechnet fühle ihm wirklich auf den Zahn in der Hinsicht von, du hast stichhaltige Informationen oder beweise das. Und guck, wie er reagiert. Ist die Kontrollliste länger? Lass es. Mhm. Aber dann sorgt, aber rein technisch, das sage ich dir jetzt in meiner Funktion als ehemaliger Sheriff, er darf solche Sachen nicht besitzen. Das dachte ich mir, ja. Sollte irgendwer durch irgendeinen dummen Zufall Zugriff bekommen auf seinen Rechner oder wo er Daten gespeichert hat, wo er sowas einsehen kann, ist er erledigt. Das war meine ja grundlegende Befürchtung. Aber ja, wie gesagt, ich wollte sowieso nochmal die Tage zu ihm, die Nichte. Aber das war ja auch die Gedanken, weshalb der überhaupt erst drauf kam. Wie gesagt, es ist, wenn wir sehr viel Glück haben, alles läuft super, dann haben wir nicht nur einen Waffennarr mit Plan, sondern einen Waffennarr, der tatsächlich Vampire dann Schaden zufügen kann. Anders als das. Ich wäre auch ganz nützlich für mich in anderen Belangen, aber auch einfach dieses, ich meine, muss jetzt bei uns nichts bedeuten, ist klar, aber ich denke da auch immer daran, dass ich irgendwie Sicherheit schaffen möchte für tagsüber. Anna und tagsüber für Anna, für mich und für uns alle. Und ich kenne jetzt außer irgendwelchen geheimen Bunkern, die im Rennen der Wüste sind, kenne ich jetzt nicht wirklich sicherere Orte als den hier. Außer die, die keiner kennt. Aber die kenne ich nun mal auch nicht. Dafür sind Ghule da. Das sind traditionell unsere Tageslichtwächter. Ja. Und es ist, meiner Meinung nach, ist es besser, sie aus Freundschaft gefügig zu machen, als ihren Willen zu brechen. Darauf hoffe ich. Wenn es soweit sein sollte. Wie gesagt, auch wenn das ein verrückter Vogel ist, aber ich mag ihn und er hat mir wirklich geholfen. Gerade als ich auch neu war und so. Und, ja. Das ist mein Rat an dich. Ich massiere mir auch so ein bisschen die Stirn. Danke. Danke. Ich selber habe das noch nie gemacht, aber das ist bei mir auch schwieriger. Warum? Ironie der Geschichte. Mhm. Hat aber nichts mit dem zu tun, dass du irre bist. Dir mal erzählen bei deinen Unterrichtseinheiten. Ja. Ironie der Geschichte, der die Tremere als die Meister des Blutes haben heute echt Probleme mit ihrem Blut, was zu machen. Hm. Was gerade den Älteren mehr als sauer aufstößt. Also mit anderen Worten, ich könnte mir nicht so leicht einen Ghoul machen. Oh. Das geht, aber das dauert. Das wäre dann Punkt 2. Ich habe ja, schau ich so ein bisschen verlegen, ich habe ja keine Ahnung, wie das funktioniert. Du musst ihm Blut geben. Ist das jetzt so ein Tropfen oder... Der Legende nach reicht ein Tropfen aus. Ich persönlich würde da auf Nummer sicher gehen, weil wir in der Neuzeit sind und alle Menschen, die heute leben, sowieso mit chemischen Stoffen vollgepumpt sind. Um es anders zu sagen, traditionell hat man früher einen Becher gereicht. Oder sagen wir ein halbes Blutbäckchen, so ungefähr. Ist bei jedem ein bisschen anders. Der eine nimmt es aber schneller auf, beim anderen dauert es länger. Mm. Traditionell in Wein aufgelöst hat man das früher gereicht. So hochtraditionell. Nach Regelwerk in V5 muss es aus der Vene kommen. Also ja. Traditionell. Aber die Zeiten ändern sich und wenn du in Guren willst,
Er muss er nuckeln. Oh. Hm. Ja. Schau dann mal so auf meinen Arm. Das zu erklären, ist dann schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Zumindest, wenn man nicht gerade schon vielleicht auf der anderen Uferseite schwimmt. Ich bin mir da gar nicht so sicher bei Henry. Weißt du, darum ist es meistens für Männer einfacher, Frauen zu holen, als Männer. Hm? Ich zuck's vielleicht mit den Schultern. Für die meisten vermutlich ja. Aber okay, das ist gut zu wissen. Ja, also viele versuchen das dann über Manipulation des Geistes, damit sie daraus trinken, oder machen diejenigen schon von vorher Knülle. Und verabreichen ihm was, damit der dann einfach nur noch quasi reagiert. Weil es reicht theoretisch aus, wenn die Vene offen ist und du den Mund dagegen drückst und der Schluckreflex automatisch kommt. Hm. Ich habe sowas auch überlegt, schon mit Wein oder so, aber es geht schon gegen die Richtung, ihn doch zu überzeugen zu wollen. Als ihn jetzt irgendwie, keine Ahnung, voll zu machen und dann. Hm. Bruce, in vino veritas. Jetzt kratzt sie mir tatsächlich so im Kopf. Denk drüber nach. Ja. Als Begleiterscheinung, wie gesagt, er wird süchtig nach dir. Das ist zu Anfang Sympathie und steigert sich zu blinder Ergebenheit, wo keinerlei Kontrolle über sich selbst mehr ist, was auch nicht, was den Selbsterhaltungstrieb betrifft. Hm. Und wenn du ihn länger fütterst, also deutlich länger fütterst, als seine Lebensspanne ist. Ich meine, Ghule leben länger als Menschen und Alter nicht mehr wirklich. Irgendwann ist das Band so weit, dass er ohne dein Blut nicht mehr leben kann. Also gar nicht mehr. Ich hoffe mal, dass bis dahin noch erstmal ein bisschen Zeit vergeht. Aber ja. Entschuldigung, das sind die Horrorgeschichten, aber ich bin lieber ehrlich. Nein, nein, das ist ja vollkommen okay. Naja, gut, der hat noch ein bisschen was, ist das Mitte 40 oder so. Aber ja. Auf der anderen Seite, unser Blut kann zum Beispiel helfen, bei ihm Krankheiten und Wunden zu heilen. Tatsächlich? Ja. So haben auch schon einige ihre potenziellen Ghule überredet. Hm. Okay. Das war mir neu mit dem Heilen. Aber jetzt sowas wie offene Wunden oder sowas, oder? Das ist jetzt kein Mittel gegen Rheuma oder Arthritis. Kommt drauf an. Wie gesagt, sie altern nicht mehr wirklich. Oh. So Zipperlein verschwinden im Normalfall. Das ist interessant. Ich weiß tatsächlich, bin ich mir nicht sicher, wie tiefgreifend sowas ist. Also ich weiß nicht, ob du ein Raucherbein wieder kurieren könntest im Endstadium, aber Glück habe ich noch nie ein Raucherbein in live gesehen. Fuck. Also ich weiß, ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das mit Krankheiten ist, aber ich meine tatsächlich, wenn du jemanden ghoulst und der hat beispielsweise eine schlimme Krankheit, wird die gestoppt. Hm. Das ist auf jeden Fall interessant. Vielleicht kann ich das bei der ersten Unterrichtsstunde mal ansprechen. Ja, du gehst ja wieder in die Schule.
glaube, ich muss ganz dringend mal wieder in die Schule. Also irgendwann ist mir das ja auch selber peinlich. Tja, diesmal so, Bruce. Ich hab nie wirklich eine Schule besucht. Du guck, wo ich gelandet bin. Ja. Wie gesagt, ich dachte mal so eine Hand auf die Schulter. Ich danke dir auf jeden Fall. Das war mir wichtig, dass ich Leute frage. Klar. Ich soll ihn auf jeden Fall erstmal besuchen gehen. Einiges weiß ich. Wie gesagt, ich denke, Scarlett weiß tatsächlich über vieles besser Bescheid als ich, weil ich halt bei einigen Lektionen nicht da war. Ja, das wissen wir ja mittlerweile. Aber macht ja nichts. Also für mich zumindest nicht. Mal eine andere Frage. Weißt du, wie wir uns jetzt vorbereiten sollen auf diesen... Ich weiß ja nicht, wie das dann wirklich abläuft. Du kannst... Ich würde sagen, wenn wir jetzt einen Brucher-Primogen besuchen wollen, um ihn auf den Zahn zu führen, würde ich sagen, zieh dir drei schutzsichere Westen übereinander an und am besten noch eine Ritterrüstung. Aber bei den Malkavianer-Ältesten? Du kannst vermutlich nicht wirklich allem trauen, was dir deine Sinne vorgeben. Vertrau mehr auf deinen Instinkt als auf deine Sinne. Das war sowieso ein Tipp, den mir Anna gegeben hat. Ich habe versucht, darauf zu hören bisher. Ich fand es immer lustig, dass so viele auf die Gangrel herabsehen, aber durch ihren Zugang zum Instinkt, der vielen Kaniten verloren gegangen ist, haben Gangrel eine nicht zu unterschätzende Weisheit und Sicht auf die Dinge. Ich hoffe mal, die Weisheit kommt mit dem Alter. Das ist kein Garant für irgendwas. Ja, aber ich sehe es. Instinkt, und sie sind auch fähig zur Geistesmanipulation. Du okay. Hast ja gesehen, was mit mir los war, als ich den Gegenstand berührt habe. Ich denke, sowas können sie vermutlich hervorrufen, den anderen. Okay. Die Sinne trüben, den Verstand benebeln, jemand ihre Weisheit zeigen. Ich meine, gut, ich bin ja noch nicht so lange im Training, aber das, was mir Anna bisher beigebracht hat, das klang so, als ob das schon gut dagegen helfen würde. Weißt du, im Regelfall sind es keine körperlich gefährlichen Vampire. Aber dafür ist der Geist umso mächtiger. Ja, irgendwie sowas sagte sie auch. Deswegen haben wir das so trainiert. Das ist gut. Und unter uns gesagt, Bruce, ich fürchte, ich bin am anfälligsten dafür. Dann stelle ich am besten hinter mich, wenn wir da reingehen. Zumindest seit ich mein Bewusstsein so stark erweitert habe. Ja, das war eine Szene, die ich nicht mehr machen möchte. Vielleicht wird es auch ganz harmlos. Vielleicht redet er auch einfach drauf los, wir wissen es einfach nicht. Wir müssen sowieso konkret schauen, wie wir vorgehen. Auch wenn es eskaliert, was wir da machen sollen. Naja, wenn wir einen Ältesten angreifen... Müssen wir schon, dann muss Sam sich schon was ganz Gutes überlegen, um das als Sheriff zu rechtfertigen. Aber immerhin dürfte sie als Sheriff sowas am ehesten. Aber er ist nach wie vor ein Ältester. Ja. Das heißt, ohne Begründung ist das ungünstig. Ohne Begründung würde ich ihn jetzt auch nicht in Stücke reißen wollen. Die verfluchten Regeln der Ältesten. Wäret ihr doch nur alle frei.
Ich meine, wir könnten natürlich den ersten Radikalschlag machen, aber dann müssten wir quasi dafür sorgen, dass es dann bei Subroy genauso passiert. Ja. Mal gucken. Ich glaube ja nicht. Es wird auf jeden Fall erhellend. Ich hoffe nicht auf so eine Art erhellen wie bei dir. Tja, ich denke mal, dass wir uns auf jeden Fall als Gruppe nicht so leicht abspeisen lassen, wie er das mit Angela alleine gemacht hat. Das würde ich hoffen. Gott, was hätte ich mir da gewünscht, wenn sie ausgerastet wäre, glaube ich. Je nachdem, wo im Krankenhaus... Oder auch nicht. Ja. Mit der Tür war schon sehr eindrucksvoll. Gut. Tja, wenn du noch Fragen hast, bloß noch bin ich da. Ich denke, ich mische mich ein bisschen unter das Volk und gehe dann in meine selbstgewählte Isolation zurück. Ich habe sowieso noch eine Schicht eigentlich, die ich übernehmen wollte. Aber ja. Wits Awareness für Bruce. Wits Awareness. Das kann ich mir sagen. Drei Erfolge. Mit einer 10. Du bist gemutet. Als ihr dabei seid, den Raum wieder zu verlassen, ihr wart ja in dem Besprechungsraum, ne? Ja. Auf der Treppe wieder runter. Oder ist es, der war doch irgendwie erhöht, ne? Mhm. Läuft dir ein Kaninchen durch die Beine und verschwindet oben im Raum. Ein weißes Kaninchen. Kann ich dem Kaninchen nah? Also, aber der Raum ist ja abgeschlossen. Geht das dann durch die Tür? Ja, also während ihr da rausgeht quasi, ne, nutzt es die Gelegenheit, euch zwischen den Beinen durch irgendwie in den Raum reinzulaufen. Moment mal. Ich guck's mit erst unter. Ich schau mal den Kaninchen nach, wo geht das hin? Kriegt sie das irgendwie direkt? Ja, in den Besprechungsraum, aus dem ihr gerade rausgreift. Ja, aber wie gezielte Stelle oder rennt das einfach nur rein? Oder ich würde nur mal nachgehen. Wenn du nachschaust, siehst du es im Raum nicht mehr. Du hast es doch jetzt auch gesehen, oder? Ohne nichts gesehen. Und ist gemutet. Die hat die Sprache verschlagen, Ronan. Außer deinem verwirrten Blick und deinem Hin- und Hergelaufen? Nein, was? Okay, dann sollten wir vielleicht doch mal schneller hier weggehen. Ich habe gerade das weiße Kaninchen gesehen. Und das ist ungefähr unter diesem Tisch hier verschwunden. Ich knie mir so auf den Boden und guck mal unter den Tisch. Weißt du, solange es das weiße Kaninchen ist und nicht der verrückte Hutmacher oder die... Die Königin. Vielleicht sollten wir... Ronan Wits Awareness. Gehen. Wits Awareness für Ronan. Jedenfalls sollten wir, wenn wir dorthin gehen, nicht an Märchen vielleicht denken. Ich weiß nicht, das kommt mir in dem Zusammenhang irgendwie gruselig vor. Nicht an alte Disney-Filme, die sind auch gruselig oder bösartig. Boah. Hier Erfolge. Bruce kriecht ja gerade auf dem Boden und schaut unter den Tisch. Dreht sich dann zu dir um wieder mit dir zu reden. Und Ronan sieht so hinter Bruce im Schatten so ein ganz breites Grinsen mit geleckten Zähnen. Ist das Kaninchen auf meinem Kopf? Oder? Nein, das war die Grinsekatze. Lass uns am besten hier... Ich werde heute nichts von Stephen King lesen. Mhm. Gut, lass uns... ich schaue mich auch nochmal so richtig paranoid um. Lass uns dann einfach
raus hier. Wir müssen uns echt überlegen, Sandra hier irgendwo anders hinzuschaffen. Mhm. Als ihr jetzt wieder rauskommt, also rausgehen wollt wieder, kommt euch jemand entgegen auf der Treppe, und zwar einer der Angestellten. Dieses schöne PDF bekommen vom Plaza de la Reina. Der gute Ray Martin kommt euch entgegen. Einer der Bar-Angestellten. Ah, Ray, was gibt's? Oh, Verzeihung. Ist die Chefin da? Kein Ding. Die Chefin ist, glaube ich, unten. Wollen Sie sich irgendwie umgucken? Unten? Ja. Ja. Beim Bier oder wo? Oh, hat sie jetzt nicht genau gesagt. Einfach nur nach unten ist sie gegangen. Dann schaue ich mal im Kühlraum nach unten. Was gibt's denn? Privat. Okay, ja, ich glaube, die Treppe um, geht zurück und ihr seht, dass ihr so hinter dem Rücken so einen Strauß Blumen versteckt habt. Wenn du den verstecken willst, musst du den jetzt auch von dem Bauch halten. Ja, er trollt sich ziemlich schnell. Das ist eine Pfeife. Na, hoffentlich mag sie diese Blumen. Dann frisch aus, immerhin. Wahrscheinlich nicht aus dem Discounter. Ja, das ist vermutlich das Äußerste, was man in Texas erwarten kann. Naja, während Ronan und Bruce oben noch Party machen auf der Tanzfläche oder sonst irgendwas anderes tun, was macht Sam denn währenddessen im Keller noch in den Besprechungsräumen oder wo war sie jetzt unterwegs? Sie wollte eigentlich wirklich in den Club. Also okay, dann warst du im Club, ja, und da hattest du nicht mitbekommen. Ne? Genau. Ja, vielleicht wäre ich irgendwie hinten in dem kleinen, abgetrennten oder in dem etwas versteckteren VIP-Bereich. Ja. Ich würde eben gerne die Augen offen halten, ob es wieder zu solchen Szenen kommt, wie wir sie vor diesem Verhör hatten, dass sich irgendwelche Leute aus dem Nichts auf einmal anfangen, aggressiv zu verhalten. Und wird dann selber da immer versuchen, auch ein bisschen gegenzusteuern. So dieses, hey, was ist denn los? Mhm. Ja, es wird noch irgendwie, also es wird eine Zeit lang dauern, wenn du da einfach nur so zwischen den Leuten bist und gar nicht so sehr aktiv jetzt irgendwie was machst oder so, dann einfach nur abwartest, ob irgendwas passiert, dann wird das ziemlich lange dauern, aber es wird noch mal eines oder andere Mal noch passieren, dass da irgendwie ein bisschen Streit ausbricht, den du schlichten kannst, ja. Kannst aber auch noch mal Wits und Awareness machen. War das Wahrnehmung im deutschen Charakterbogen? Ja. Drei Erfolge, das dann fällt dir irgendwie auf, als dass Ronan und Bruce so die Treppe. Vier, oder? Bei dem einen ist eine 10 dabei. Ja, aber einer ist ja nicht relevant. Dass Bruce und Ronan halt die Treppe runterkommen und da auch irgendwie einer der Barmitarbeiter irgendwie ist, der aber heute eigentlich gar keinen Dienst hat. Und der dann im Keller verschwindet. Und wenn du den so hinterher guckst und siehst irgendwie, wie Bruce und Ronan sich so zwischen die Leute mischen, kannst du auch wieder dieses Mädchen sehen im Club, das da irgendwie zwischen den Leuten herumläuft und jetzt gegen so Richtung Ausgang bewegt. Ja, dann würde ich wahrscheinlich auf Bruce und Ronan zusteuern. Oh.
glaube, er hat dich gesucht. Das ist natürlich jetzt so verlaufen. Irgendwas wollte Ray von dir. Und wirkte sehr romantisch. Romantisch. Ich schaue gleich nach ihm. Habt ihr das Mädchen gerade gesehen? Sie ist da gerade zwischen den Leuten durch, Richtung Ausgang. Habt ihr sie gesehen oder? Schon mal in die Richtung. Oder habe ich da so ein Mädchen gesehen, was mir auffiel? Hier laufen ganz viele Mädchen rum. Welches genau? Ja, mit so einem Kinderkleid. Hat ausgesehen wie eine Puppe. Also, ist heute so ein Themenabend? Nein, ich glaube nicht. Mm-mm. Nein, also das wäre ja aufgefallen. Habt ihr irgendwas Ungewöhnliches bemerkt? Ich habe das weiße Kaninchen auch gesehen. Aber wirklich als Kaninchen. Und der alte Mann, eine Grinsekatze. Boah. Wir müssen Sarah ganz dringend hier wegschaffen, glaube ich. Wir müssen ja irgendeinen Container besorgen. Also, das ist furchtbar. Das war real. Also, ich hätte schwören können, dass das in den Raum rein ist. Weißt du, ob es vielleicht irgendwelche abgelegenen Häuser oder sowas ein bisschen außerhalb gibt? Weil vielleicht würde es sich lohnen, in diesem speziellen Fall irgendwas anzumieten und sie dorthin zu bringen. Zum Anmieten? Das Motel? Theoretisch. Irgendwo, wo keine anderen Menschen sind. Ja. Es gibt so ein altes Häuschen in der Wüste. Relativ abgeranzt. Ansonsten wahrscheinlich die Höhlen, wo die Anarchensicherung betrieben haben. Bunker. Theoretisch natürlich auch den neuen Bunker, ja. Da müsst ihr eben mit Veronica sprechen. Ja, zumindest gibt es da Zellen. Das Areal war ja auch gerade nicht klein. Also wenn man in die eine Ecke packt und Veronica bleibt woanders, dann wird sie auch hoffentlich nicht beeinflusst davon. Außer dieser Wirkungsbereich ist soweit. Aber der Bunker wäre schon am sichersten. Immerhin ist er jetzt auch ein riesiger steinerner Wächter. Ja, dann sollten wir vielleicht, oder sollte ich vielleicht mit Veronica sprechen, ob es uns vielleicht möglich wäre, dass sie uns Zugriff auf ein paar der Zellen gewährt. Auch für, falls wir noch andere Fälle haben, die mal verwahrt werden müssen. Und ich denke, der Club hier eignet sich für eine kurzfristige Verwahrung, aber nicht für längere Aufenthalte. Dazu ist es zu gefährlich. Ja, offensichtlich. Also, das waren alleine heute schon mindestens 3 Leute, die durchgedreht sind. Also, ja. Vor allem sollten wir das auch echt schnell mal ansprechen bei Veronica. Oder, ich meine, du bist ja Chef, deine Aufgabe. Also, ich meine, vielleicht kannst du ja auch noch was raushandeln. Ich werde mit dir reden. Aber ich glaube heute Nacht nicht mehr. Ich glaube auch nicht, nee. Ich glaube, dann kümmere ich mich mal um Ray und dann, was habt ihr heute Abend noch vor? Ich kratze mir so ein bisschen am Bauch. Ich habe ein bisschen Hunger. Ich wollte mal die Gassen durchsuchen. Was der alte Mann machen will, weiß ich jetzt nicht. Er hat gesagt, er will in seine Isolationshaft zurück. Aha. Ist das wahr? Meinst du damit mein Hotel? Ah. Das war mir auch klar. Ja gut, dann. Auch so, wenn ich mich da unten wirklich sehr heimisch fühle, aber. Nicht mit deiner Schwiegermutter? Oh.
Hast du irgendeine Möglichkeit, Kontakt mit Jelly aufzunehmen? Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Es hätte ja sein können, dass ihr irgendwann mal irgendwie einen stillen Briefkasten vereinbart habt oder so. Seit also seit diesem Abend ist Essig. Das Eckwerf-Handy, was wir mal hatten, also was ich ihr gegeben habe, ist nicht mehr aktuell. Oder zumindest ging sie nicht ran. Also denke ich, hat sich das erledigt. Einen stillen Briefkasten hatten wir. Da ist nichts drin und ich werde auch nichts mehr reinlegen. Mit anderen Worten, ich soll absolut abwarten, ob und wie eine Reaktion von ihr erfolgt. Ich denke, sie macht das, damit keiner von uns irgendwas von ihr weiß. Allein schon aus Sicherheitsgründen. Ja, es wäre bloß manchmal vielleicht gar nicht mehr so schlecht, wenn wir ihr trotzdem irgendwie eine Nachricht zukommen lassen könnten. Nicht, dass sie durch einen blöden Zufall mal an einem Ort ist, wo wir irgendwas geplant haben. Tja, ich denke zwar, dass sich unsere Interessengebiete vermutlich dezent überschneiden, aber dann doch vermutlich etwas anders gelagert sind. Ich habe Vermutungen, aber Sam weiß ja zumindest, wie man Malcolm eine Nachricht hinterlassen kann. Ich hab Vermutungen, aber ehrlich gesagt, manchmal ist Unwissenheit tatsächlich ein Segen. Aber du solltest dir trotzdem ein bisschen Ablenkung suchen. Also. Seit Jelly verschwunden ist, du hattest diesen Zusammenstoß mit Betty und ihrem Besitzer und seitdem, Elysium, sitzt du dann wieder nur in deinem Hotelzimmer und brütest vor dich hin und ehrlich gesagt, seit vorhin denke ich über einige Dinge nach. Seit Bruce, Scarlett und ich in der Wüste waren. Ich neige viel zum Grübeln, das gebe ich zu. Ich glaube, du hast da nicht ganz unrecht. Ich werde mir überlegen, mit was ich mich beschäftigen kann in der Zwischenzeit. Ich würde mal auf die Uhr schauen. Wie spät ist es gerade? Wenn du auf die Uhr schaust, siehst du, dass die Zeiger ziemlich schnell sich bewegen und dass es kurz vor 5 Uhr morgens ist. Deine Uhr zumindest. Ich halte dir so mit der anderen Hand zu, habt ihr vielleicht nochmal eine Uhrzeit für mich? Wenn Ronan jetzt hochguckt und Bruce so ins Gesicht schaut, also Bruce sagt ja irgendwie, hat jemand eine Uhr für mich? Irgendwie, dann siehst du so, Bruce hat so ein ganz breites Grinsen mit spitzen Zähnen und sagt aber nicht, hast du eine Uhr für mich, sondern zeigt so auf seine Uhr, ich habe doch keine Zeit. Ich habe euch echt gerne, aber ich muss jetzt raus, weil so langsam sehe ich überall Figuren aus Alice im Wunderland. Ja, wenn Sam und Bruce sehen, wenn Ronan das sagt, sehen sie Ronan mit so ganz dicken, fetten Schneidezähnen, die irgendwie so, und dann spricht er auch so ein bisschen so
Und nicht das, was er gerade gesagt hat, hört ihr, sondern ihr hört so ein ich will aber noch meine Kirche haben. Ich glaube, wir sollten alle hier raus. Frischluft tut, glaube ich, ganz gut, ja. Oh, wartet mal, ich muss nach Ray sehen. Ich komme nach. Wir gehen mal vor die Tür. Ja, in dem Moment bricht hinter euch wieder so ein Tumult aus. Irgendwie mehrere Leute so aneinander geraten sind. Sogar noch ein Grund dafür, perfekt. Ja, dann läufst du die Treppe runter oder je nachdem, wenn wir da schon waren, dann schreite ich da natürlich ein. Ja, siehst zwei irgendwie ziemlich groß gebaute, irgendwie einer von denen, den kennst du, das ist einer von den Biker-Gängern, die da waren und einer, der etwas kleiner ist als der irgendwie ein ziemlich teures, ziemlich teure Klamotten trägt, dennoch irgendwie so ein bisschen aussieht, als würde er in der Muckibude wohnen. Und du siehst Ray, der dem Typen gerade irgendwie so einen Strauß Blumen über den Kopf hämmert. Jetzt muss ich den auch noch rausholen. Ja, ich gehe da hin. Ich würde, also wenn ich an den rankomme, würde ich den Ray erstmal wirklich so packen, nach hinten ziehen und mich dann den beiden anderen annehmen, die sich da prügeln, schubsen, wie auch immer sind. So Tanz. Schau da mal so an die gegenüberliegende Seite des Clubs, ob da noch irgendein anderer Mitarbeiter gerade ist, irgendwie. Wenn ich sehe, dass Bruce Ray damit rausschiebt, dann würde ich, au! Oh, dann würde ich mal zu Ray gehen. Hey! Ja, der zappelt so ein bisschen an Bruce ausgestrecktem Arm. Lass mich los, lass mich los! Bruce, ich kümmere mich drum. Ray, verzieh dich! Daniel! Er hat Drogen genommen, ich hab's ganz genau gesehen. Ja, werde ich. So zeigt so an dir vorbei auf den Typen. Das ist hier verboten, Mann! Ray, komm mal bitte mit. Ja. Weißt du, dein Job ist eigentlich die Bar, wenn du sowas siehst. Schon klar, ich habe einen freien Tag heute. Ich hasse sowas. Du hast freie Tage. Nein, ich hasse das, wenn Leute hier dealen. Also generell dealen. Das ist ja okay, aber warum meldest du das dann nicht der Sicherheit? Hab ich doch. Warum musste Bruce dich dann da am Schlawittchen rausziehen aus dieser Prügelei? Ja, weil die das mitgekriegt haben, dass ich die Sicherheit informiert habe. Und die sind an dich angegangen, oder was? Na klar. Der eine war so feige und hat den Gänger angestürzt, dass der mich wie davon abhält. Feiner Pinkel. Ja. Weiß auch aus dem Vorstellungsgespräch auch noch, dass mir das ziemlich wichtig war, dass wir darauf achten. Das ist mir ja auch wichtig. Deshalb habe ich dich ja auch angestellt. Siehste. Aber es kommt trotzdem nicht so wirklich gut, wenn du dann hier so. Ich meine, ich habe gesehen, wie du ihm die Blumen über die Rübe gezogen hast. Wenigstens. Also darf ich mich nicht wehren? Du solltest immer erstmal versuchen zu deeskalieren. Nee, das war falsch mit den Blumen, nehme ich zu. War noch eigentlich für dich gewesen. Blumen für mich? Ja, wegen der Tanzstunden. Dankeschön. Sind jetzt ja nun nicht mehr vorzeigbar. Ach, die Geste zählt. Ich besorg neue. Das musst du nicht, ich habe das gern gemacht, aber wenn du unbedingt möchtest, dann werde ich dich auch nicht abhalten. Nun, ich bin auch der Meinung, oben in deinem, also nicht, dass du das falsch verstehst, aber dein Büro könnte ruhig ein paar Blumen gebrauchen. Du meinst, ich sollte mehr auf die Deko achten?
Naja, also, wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man davon ausgehen, dass das Büro irgendeinem reichen Schnösel gehört, dem, keine Ahnung, der im Designerkatalog wohnt oder so. Irgendwie, das sieht so aus, als wäre derjenige, der da arbeitet, tot oder sowas. Also nicht falsch verstehen, das sieht schon ganz gut aus. Also, es ist halt gerade diese ganzen Beige-Töne nur mit Gold und nicht wirklich bunt und lebendig, ist gerade eben total in. Ja, verstehe das. Und ich habe eben gedacht, geh mal lieber mit dem, was gerade alle auf Instagram haben, wie... Weil das bist doch nicht du. Ja, da geht es ja aber auch, es soll professionell sein. Ah, du willst den Leuten also zeigen, Business und so. Ich verstehe, ja. Dann sieht es bei dir zu Hause bestimmt anders aus. Puh. Schon. Beruhigt mich irgendwie. Wie wäre das irgendwie? Vielleicht können wir ja trotzdem irgendwie einen Strauß auf den Tisch stellen. Gibt es hier vielleicht irgendwo so ein Abo-Service für Blumen oder so? Weil ich meine, das ist der einzige Nachteil an Schnittblumen, dass sie irgendwann immer verwelken und dann nicht mehr ansehnlich aussehen. Meine Schwester hat einen Blumenladen. Dann könntest du das ja vielleicht... Also meine Schwester könnte das. Wenn ich die Blumen aussuchen soll, dann würden da immer nur Rosen stehen. Ich glaube, ich bin da auch nicht besonders gut drin. Ja, was magst du denn? Sind Rosen okay? Rosen sind durchaus okay. Weißt du was? Vielleicht dann habe ich es ja gut getroffen. Kann dich schon gut einschätzen, oder? Vielleicht könntest du einfach ein, zwei Bilder vom Büro machen und damit zu deiner Schwester gehen und sie fragen, welche Blumen sie denn empfehlen würde. Oder am besten, dass sie, was weiß ich, wie lange sich so ein Strauß Blumen eben hält und dass sie dann regelmäßig einen neuen Strauß schickt und was weiß ich, denn vielleicht auch ein bisschen an die Jahreszeit oder welche Blumen es gerade gibt oder so ein bisschen anpasst, oder? Das kann sie doch sicher. Das kann sie bestimmt. Also jetzt nicht, dass du denkst, dass ich würde das nur machen, weil. Weil? Red weiter. Damit meine Schwester neuen Kunden hat oder so. Nee. Das glaube ich nicht. Nein. Wie kommst du auf die Idee? Aber wie du schon sagst, ja, das ist noch was, was am Büro noch irgendwie schon noch so ein bisschen dem einen gewissen Anstrich geben könnte. Und ich habe eben auch nicht wirklich so die Ahnung davon, weil ich früher eigentlich nie wirklich Schnittblumen hatte. Oder, ja, mein Gott, ich habe mir in meinem Supermarkt welche mitgenommen, aber jetzt halt nicht so, wie sie... Also ich habe zu Hause ja so eine Stehpalme. Die Palme hält sich. Cool. Aber ich glaube, vielleicht kann sie, ja, so zwei, drei dauerhafte Pflanzen, aber das mit den Sträußen ist eigentlich schon, ich glaube, das macht man heute, oder? Dass man dann immer so frische Blumen in der Vase und so, oder? In einem Büro auf jeden Fall, würde ich sagen. Also so war das zumindest immer in den Läden, wo ich bisher gearbeitet habe. Ja, wunderbar. Und ich meine, ich kann jetzt mich natürlich lang auf die Suche nach irgendwem begegnen, aber wenn du schon eine Schwester hast, die sich mit sowas auskennt, ey, ist doch einfach. Ja, ich wollte nur sicher gehen, dass... Ihr habt ja jetzt keine Blumen mitgebracht, nur weil meine Schwester Blumenhändlerin ist. Das habe ich jetzt nicht gedacht, nein. Vielleicht kann ich ja auch was anderes mitbringen, damit das keinen Zusammenhang mehr hat. Wie wäre es mit irgendwas zu trinken oder so? Kaffee. Ich bin kein großer Kaffeetrinker. Tee? Ach, du brauchst mir doch auch nichts mitbringen. Das mit den Tanzstunden hat mir ja auch
wahnsinnig viel Spaß gemacht und darum ging es mir hauptsächlich. Dann können wir das ja vielleicht nochmal machen. Klaro. Prima. Wann? Vielleicht übermorgen? Ich schau mal nach, ob ich ja einen Termin habe. Zuckt sein Handy. Ach, du hast Glück. Grinst. Wir können es ja vor deine Schicht schieben. Stimmt, ich habe Schicht an dem Tag. Sollte ich mir vielleicht mal eintragen. Das wäre ganz gut, ja? Also vor der Schicht. Dann muss ich mir Wechselklamotten mitbringen. Wir haben ja eine Umkleide, ist ja kein Problem. Mhm. Gut. Prima. Ich hätte da auch noch die Idee für, wenn man schon Blumen bestellt, vielleicht so für die Cocktails. So eine Orchideen. Oder ein Gänseblümchen. Wir könnten auf dieser Vegetarierwelle schwimmen. Ich weiß aber nicht, ob Brennnessel-Shakes. Oh nee, nicht. Also, wir sind hier kein Fitnessstudio. Aber das geht gut ab. Vielleicht irgendwie so, wenn man ein bisschen Rum dazu mischt. Aber warte mal, wir könnten. Bring doch die Tage mal deine Schwester mit. Das ist prinzipiell, also ich würde das vielleicht nicht dauerhaft machen, aber ich könnte mir das vorstellen, das wäre mal ganz spannend für hier Frühlingsanfang oder so. Dass wir da so die Spezialcocktails machen und die dann eben mit Blüten. Ja, bring deine Schwester her. Gute Idee. Frühling ist prima. Gut, ich sag ihr morgen Bescheid. Dann sehen wir uns in 2 Tagen. Eine Stunde vor der Schicht? Ja, vor der Schicht. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Grinst. Du bist gemutet? Dreht sich um, läuft an Bruce und Ronan vorbei und macht so einen ganz kleinen Hüpfer danach, als er gegen den Ausgang läuft. Nachdem, wobei ich gerade bin, werde ich wahrscheinlich dann den Sheriff anrufen, dass er die beiden Prügelknaben da abholt. Ja, wird er auch machen. Ich werde das dann nur so im Rand ganz mitbekommen. Ganz schön was los heute hier, ey. Das ist ja schon die 5. Fahrt. Du, ich habe keine Ahnung. Die drehen heute alle durch, das ist unfassbar. Aber muss am Vollmond legen. Schon rum. Du hast recht. Ja, keine Ahnung, aber das ist keine Begründung dafür, hier Drogen zu dealen. Oh, einer von denen. Ja, für dich haben wir noch eine ganze Zelle von ganz frisch, nur für. Was war's denn? So, ich hab da gar keine Ahnung von. Aber wir haben den Tascheninhalt, den wir das so rausgeholt haben. Mann. Ja, waren keine Drogen bei. Oh, okay. Gut, du bist gemutet, aber dann hätte ich das noch nicht gesagt. Ich hab doch gesagt, das sind keine Drogen. Der Typ, der hier arbeitet, dieser Fritti mit den Blumen, der ist total beschugge. Und deshalb haust du dem auf die Fresse. Ja, wenn der mir vorwirft, Drogen zu nehmen. Lass mal mit reden, du Sack. Als ob ich das nicht versucht hätte. Ist klar. Sehe ich so aus, als würde ich mich jedes Mal prügeln? Rückt so seine Krawatte zurecht. Der war auch am Pumpen, oder? Das war so. Ja, der sieht schon also danach aus, so wie so beim Fitnessstudio wohnt. Ja. Sieht aber auch wirklich irgendwie sehr adrett und. Sehe ich. Disco-Pumper. Von deinem Arm her, ja. Aber vor allen Dingen er hier. Zumal den Biker, der da auch geprügelt hat. Aber ist mir eigentlich auch total egal, was da geschehen ist.
bin ich ehrlich. Naja, wir erklären das auf der Wache. Danke, Bruce. Kein Ding, Ronald. Ich überlasse dir ihn dann. Komm mal mit, Freundchen. Ach, Herr Wachtmeister, ich hab doch nichts gemacht. Müssen Sie wirklich loswerden? Mhm. Wie spät ist es denn? Ich guck mal jetzt noch mal auf die Uhr. Kurz vor 5. Immer noch. Obwohl der Zeiger ziemlich schnell läuft. Ich guck auf meine Uhr. Ja, es ist so 3. Scheiße, kurz vor 5. Das könnte knapp werden. Ich komme zu spät. Es ist eigentlich 3. Ich brauche auch eine Auszeit. Ich muss hier über die Schläfen. Ronan, du als Ihre. Okay, da käme ich nicht aus. Spielst du gerne Billard? Boah, das ist lange her. Das reicht mir. Ich glaube, wir sollen mal etwas runterkommen. Und du meinst, Billard hilft beim Runterkommen? Mehr als Dart. Ist vielleicht ein bisschen gefährlich, stimmt. Richtig. Wir können auch kegeln, wenn du möchtest. So eine richtig verrauchte, verranzte Kneipe, das hätte was, ja. Hm. Dann, so lange hat er jetzt auch nicht mehr auf, deswegen wird los. Diese neue Mitarbeiterin der Bibliothek, Scarlett hat gesagt, sie hat immer die Nachtschichten, oder? Meine? Ich weiß auch, dass das Sandra ist, ne? Ja, sie hat die wohnt ja neben dir. Ja, sie hat irgendwas mal davon erwähnt. Diese Sandra. Mhm. Bücher ausleihen gehen. Ich habe die erste Hälfte des Satzes nicht verstanden. Ich glaube, ich sollte mir mal ein paar Bücher ausleihen gehen. Mach das. Also, wir ich beide. Ich muss erst mal einen Bibliotheksausweis machen lassen. Ich denke mal, das wird sich auch machen lassen. Also, wir beide, Bar, du, Bib. Klingt gut. Na, zumindest kann ich da rauchen. Das ist wohl richtig. Ich gehe schon was zittern. Nee. Eine der wenigen Lokalitäten, wo man das noch darf. Der beste Haven. Schon komisch. Sollst du rausgehen? Mein Paar hat immer gesagt, die Dinger, die wären nochmal mein Tod. An sich richtig. Aber ich glaube, in unserem Fall eher irrelevant. Und dann ist er selber Kettenraucher, weißt du? Ach so, ja, gut. Aber er muss es am besten wissen. Ja. Fahren Bruce und Ronan dann in die It's Carnies, in meinen Pub. It's Carnies, genau. Und Scarlett kommt zu Hause wieder an, sieht dann noch, dass Sandra irgendwie in der Bib irgendwie Nachtschicht hat, wie immer. Und sieht aber, dass sie Besuch hat. Okay. Von einer rothaarigen Frau, die gegenüber am Tresen, also vorm Tresen steht, die scheinen sich zu unterhalten.
Und kurz nachdem du ankommst, siehst du draußen, wie kommt Samantha mit dem Wagen an, von dem Klüngel, siehst du, dass Sam vorfährt. Okay, das ist... Es rattert. Ich denke, Sam sollte bewusst sein, dass Sandra hier durchaus Dienst hat. Bin so kurz am Überlegen, weil ich kann sie jetzt ja nicht irgendwie hinterm Tresen wegtackeln oder sowas. Das geht ja nicht. Aber ich würde mal an den Tresen gehen, trotzdem zu Sandra und sagen, du, Sandra, kannst du mal kurz in das Hinterzimmer gehen? Ich glaube, ich habe da meine Schlüssel liegen lassen. Bist du mal so gut und schaust mal? Ja, klar. Bin gleich wieder da, Anna. Oh, hi. Hi, Anna. Ja, hab dich von hinten gar nicht erkannt. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Kennen wir uns? Zwinker, zwinker. Okay. Scarlett macht wirklich diese awkward, dieses Zwinkern zurück. Wo liegt denn der Schlüssel? Kommt von hinten. Ja, irgendwo da hinten auf dem Tisch. Und ich gucke jetzt mal zu. Hier ist kein Schlüssel. Der muss da liegen. Und ich gucke jetzt mal so zu Sam. Ja, die kommt noch nicht rein, denke ich. Die ist irgendwie genau, vor der Tür. Genau, wenn ich gesehen habe, dass da noch jemand bei Sandra steht, würde ich, also ja, die rothaarige Du hast beim Frau. Ankommen halt Scarlett, Anna und Sandra gesehen, die hier in der Lobby sind. Da würde ich trotzdem. Ich wollte mit Sandra alleine sprechen, nach Möglichkeit. Deshalb würde ich einfach im Auto warten. Ja. Dann bin ich absolut verwirrt, dass du da draußen bist. Ich habe ja keinen Plan, was ich jetzt hier machen soll. Dann wird es halt nur irgendwann so kommen. Oh, warte mal. Oh, ich habe den in meiner Tasche gehabt die ganze Zeit. Oh, weil kennst du das? Sorry, wenn du das einfach... Nicht schon wieder. Na, sorry. Komm, aber dafür habe ich das letzte Mal deinen Schlüssel gefunden. Ja. Schlüsselschwester. Fäustchen. naja, gut, ich bin dann mal bei mir im Zimmer. Alles klar. Ja, ich gehe da so ein bisschen awkward weg. Wirklich, ich gucke nach draußen so ganz verwirrt und dann so rückwärts zur Richtung. Na, Anna steht da so. Ja. Bist schon wieder gemutet, Guardi. Die unterhalten sich noch ein bisschen, kann Sam beobachten von draußen. Und irgendwann geht Anna dann auch. Läuft so irgendwie an deinem Auto vorbei, schaut so rein, macht so. Und verschwindet dann irgendwo in der Gasse. Ja, wenn sie weg ist, dann würde ich. Bist schon wieder gemutet. Wenn du gerade reinkommst, hat Sandra sich gerade versucht, so gemütlich zu machen hinter dem Tresen. So mit so einem Bürostuhl zurückgekippelt. Füße auf den Tresen und dann als du reinkommst, Schock, sofort Füße runter und kriegt dann ganz große Augen, wenn sie erkennt, wer denn da wirklich die Bibliothek betritt. Und bringt kein Wort hervor und sitzt da einfach nur mit offenem Mund, kippelt so ein bisschen zurück und dann macht's Rums irgendwann. Und hinten mit dem Stuhl überkippt. Wir haben schon mehrere Männer gesagt, dass ich umwerfend bin, aber auf dich hatte ich die Wirkung bisher noch nicht. Steht wieder auf. Hi. Hi. Was machst du hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich arbeite hier? Was hat dich denn von deinem süßen kleinen Laden in Sacramento hierher verschlagen? Nun, der ist aufgekauft worden.
in so einer komischen Firma, die den Häuserblock gekauft hat. Ich habe ja noch eine Hypothek gehabt, das heißt, die Bank hat die Geschäfte liefen nicht so gut. Weißt du ja. Warum ausgerechnet hierher? Dann war Bibliotheksplatz frei. Ich dachte mir, braucht man einen neuen Tapeten und so. Hätte nicht damit gerechnet, dass ich hier Leute treffe, die ich kenne. Gerade dich nicht. Du doch warst. Wir haben uns echt Sorgen gemacht. Scheiße, wieso bist denn du jetzt hier? Das war eine... Warum ich ausgerechnet hier bin? Ja, das wüsste ich manchmal auch ganz gerne. Ich halte es für ein bisschen großen Zufall, dass du rein zufällig hierher gekommen bist. Was soll das heißen? Wie heißt denn diese Stadt hier? Ist das wichtig? Sag einfach ihren Namen. Guckt sich dann so an, als hätte sie gerade den Namen gesagt. Ja, so funktioniert das also bei euch. Was? Nichts, nichts. Ich möchte gern, dass du gehst. Wie jetzt? Ich hätte gerne, dass du die Stadt wieder verlässt. Ich wohne jetzt hier. Ich habe ein echt schickes, eine schicke Wohnung und der Job ist auch cool. Ich verstehe mich mit der Co-Chefin ganz gut, glaube ich. Wir verlieren beide unseren Schlüssel immer. Und die Nachbarin, die eben hier war, die ist auch ganz nett. Und ihr Freund hat mir beim Einrichten geholfen und ist auch fürchterlich nett. Die haben sogar Katzen. Und ich darf sie manchmal füttern. Eine davon ist ziemlich dick. Ich mache mir aber Sorgen um dich, wenn du hier bleibst. Wieso? Es ist das erste Mal, dass ich eine eigene kleine Wohnung habe, einen festen Job mit gutem Geld und nette Nachbarn. Ist es das alles wert, dein Leben zu riskieren? Wann redest du? Es klingt ja so, als würde ich hier im Vietcong wohnen oder so. Es gibt sicherere Orte als diese Stadt hier. Ich finde es hier ganz nett. Und jetzt, wo du hier bist, ist es direkt noch mal schöner. Wo wohnst du denn? Du bist also fest entschlossen, hier zu bleiben und nicht wegzugehen. Kann ich zurück nach Sacramento? Ich habe da alle meine Brücken abgerissen, wenn du es... Nennt man es auch so. Scarlett! Ich glaube, da musst du schon ein bisschen lauter brüllen, dass ich das unten in meinem Keller höre. Ja, dann brülle ich noch mal lauter. Ich sitze dann unten
Nee, Musik habe ich nicht an, aber ich sitze da an meinen Papieren. Und dann irgendwo so nur ganz dumpf so, Scarlett. Dann guckt irgendwann so ein Kopf so hinter einem dieser Bücherregale hervor. Hat jemand gerufen? Wäre das vielleicht okay, wenn du die Theke für ein Stündchen oder so übernimmst? Ja klar, Moment, ich hole nur meine Utensilien. Und dann batsch, 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 Aufzeichnung holen, batsch, 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 zurück. Ich, wenn ich dann so hinter die Theke gehe, mache ich nur so zu Sandra. Weil es freut mich echt, dass die beiden miteinander reden. Sandra wirkt ziemlich verstört, macht dann auch irgendwie. Komm mit. Wenn du Hilfe brauchst, schrei, sag ich so zu Sandra. Wieso sollte ich Hilfe brauchen? Was ist denn hier los? Nach draußen. Ich zeig nach, also ich nick mit dem Kopf in Richtung draußen, wo mein Auto steht. Oh nein. Ich werf Sam so einen panischen Blick zu. Nicht schon wieder. Ins Auto! Ja, Sandra folgt Sam. Bring sie heile wieder! Ich glaube, ja, in Amerika haben die Autos hinten eh alle getönte Scheiben. Ich würde mich mit ihr hinten reinsetzen. Mhm, okay. Ich mag Scarlett auch, aber ich würde mich trotzdem einfach gerne ungestört mit ihr unterhalten. Ja. Du bist hier nicht sicher und vor allem bist du in meiner Gegenwart nicht sicher. Oder wenn du mit mir abhängst. Wieso? Weil ich nicht mehr die Sam bin, die du gekannt hast. Du kannst dich noch an Andrew erinnern? Ja, den hübschen Kerl aus dem Club, den du so verschossen warst. Ach, und mit dem bist du hierhin? Mit ihm und zwei Freunden von ihm, ja. Okay. Es ist nicht so romantisch, wie sich das vielleicht anhört. Und Andrew ist nicht mehr. Ist nicht mehr? Andrew ist tot. Das tut mir leid. Touchst du nach deiner Hand. Dann müsste dir jetzt was auffallen. Weil ich nicht Blush of Life oder sowas eingeschmissen hatte. Mein Gott, ist ziemlich kalt hier, oder? Eigentlich ein. Kannst Mach mal die noch? Heizung an. Ist dir kalt? Nein. Dann brauchen wir auch keine Heizung. Bei dir anscheinend. Mir ist nicht kalt. Mir ist weder kalt, noch heiß, noch habe ich Hunger. Hey. Das ist aber nicht gesund hier, was das. Deine Hand ist eiskalt. Kannst du dich noch an die Bücher erinnern, die ich mir bei dir ausgeliehen habe? Die Geschichten, die wir beide gerne gelesen haben? Anne Rice und so? Ah. Ihr macht hier so ein großes Cosplay-Event? Das hat nichts mehr mit Cosplay zu tun. Filme? Nein, noch keine Filme. Und in all diesen Geschichten steckt immer ein Stück einfach Wahrheit.
Die Geschichten gehen über Vampire. Mhm. Runzelt die Stirn. Nein. Nein. Wenn du meinen Puls findest, gebe ich dir $500. Du bist gemutet. Nein, rutscht so ein Stück von dir weg. Habe ich dich jemals angelogen? Nein. Aber wie? Und warum? Und wie? Ich weiß. Frag mich jetzt nicht nach einer wissenschaftlichen Erklärung, wie das funktioniert, aber es ist so. Cool. Nein, nein, das ist nicht cool. Das ist alles andere als cool. Wann denn? Ich verstehe das nicht. Du sagst, diese Bücher, das ist alles nicht ausgedacht. Nun, ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, ob ein Rice sich das wirklich nur ausgedacht hat oder ob sie vielleicht Kontakt zu einem von uns hatte. Was natürlich sein könnte, was zwar eigentlich ein krasser Verstoß gegen alle Regeln darstellt, die so gelten für unsere Gesellschaft, aber naja, Ausnahmen gibt es immer wieder. Ja, es gibt Vampire. Die anderen zwei, mit denen du jetzt, die sind auch? Die zwei, mit denen ich nichts mehr zu tun habe, ja. Nicht mehr. Die auch tot? Ich meine, bist du tot dann? Ich meine, wie funktioniert das? Warte mal. Grabt in ihre Handtasche, holt so ein kleines Kreuz raus. Verarscht mich, oder? Haha, wo ist die Kamera? Ach, weißt du, es ist so abgedroschen. Aber ich habe es Endo nur auf diese Weise geglaubt, also du hast sicher immer noch das Messer in deiner Tasche, oder? So wie früher. Mhm. Und dann würde ich es aufklappen und mit, ne, so wie Andrew das bei mir gemacht hatte, über den Arm schneiden. So. Gab es mir jetzt? Au. Ja, und die Geschichten, wovon wir uns ernähren, stimmen auch. Somit kannst du vielleicht verstehen, warum du in Gefahr bist, wenn du dich mit mir abgibst. Aber ich wusste noch nicht mal, dass du hier bist. Also ich wusste nicht, dass... Tja, weißt du, da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Ich war schon neulich in der Bibliothek, als du dich mit Scarlett unterhalten hattest und dir dein Leid geklagt hast, wie alleine du doch bist, wo Scarlett dich Ronan und Bruce vorgestellt hat. Mhm. Dieser Ronan ist, glaube ich, weiß nicht, der hat mir schöne Augen gemacht. Nein, dieser Ronan hat dir nur deshalb auf die Brüste gestarrt, weil er hungrig war und dir nicht auf den Hals gucken wollte. Das heißt, der ist auch einer von euch? Ja. Ah. Und ich habe mich damals bewusst versteckt, weil ich gedacht habe, es ist sicherer für dich, wenn du gar nicht weißt, dass ich hier bin. Allerdings ist das Problem,
Als nächstes erzählst du mir noch, dass meine Nachbarn auch Vampire sind und Scarlett auch und dass eigentlich die ganze Stadt nur aus Vampiren besteht. Das nicht, aber es gibt hier doch ein paar von uns. Und da kommen wir zu diesem Problem. Auch wir Vampire haben durchaus Strukturen, die ähnlich sind wie Regierungsstrukturen, menschliche und... Ist Trump auch ein Vampir? Nein. Gott sei Dank. Weißt du, auch wir haben Geschmack. Ich meine, es gibt so etwas wie Familien, die sogenannten Clans. Da gibt es auch welche, die nicht so hohe Ansprüche haben. Aber naja, was ich eigentlich sagen wollte, auch bei uns gibt es gewisse Strukturen. Und durch, ja, seltsame Umstände bin ich Teil dieser Strukturen geworden und habe ein gewisses Amt inne. Und da kommen wir zu dem eigentlichen Problem. Sobald einer von den anderen weiß, dass du mit mir befreundet bist, hast du eine Zielscheibe auf der Stirn. Hä? Wenn also ich du bist durch dich Zeug erpressbar werden kann. Also bringe ich dich in Gefahr? Nein, du bringst dich selber in Gefahr. Ist alles ein bisschen viel? Das kann ich gut nachvollziehen. Mir ist es ähnlich gegangen. Wir haben meinen Weg bis zu diesem Punkt noch ein paar Leichen gepflastert. Nicht ich, sondern die zwei anderen, die Freunde von Andrew. Also, willst du mir jetzt sagen, ich soll wieder zurück? Das geht nicht. Du siehst wirklich keine Chance für dich, wieder aus dieser Stadt zu gehen. Mein ganzes Erspartes in diese Wohnung gesteckt. Wenn ich hier weg bin, dann habe ich nichts mehr. Ja. Ja, ich verstehe das Problem. Ich meine Versicherung oder so. Gar nichts. Wenn ich den Job kündige, wie sieht denn das auf dem Zeugnis aus? Ja, ich verstehe das. Weißt du was? Ich muss über was nachdenken. Ja? Ich würde mich einfach wieder bei dir melden. Hoffe doch. Jetzt, wo ich weiß, dass du hier bist. Ja, ich muss erst mal selbst wenn du hier irgend so einen Job hast, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, dass das ohne Probleme möglich ist, dass wir uns sehen. Es gäbe eine Möglichkeit, wie das möglich, also wie wir das bewerkstelligen könnten, aber das ist genau einer der Punkte, über den ich nachdenken muss. Okay. Ich glaube, du solltest Scarlett wieder ablösen. Schaut so rüber durch die Glasfront der Bib.
Okay. Wann sehen wir uns wieder? Ich komme einfach wieder hier vorbei. War nicht die Frage. Ich kann dir noch nicht genau sagen, wann. Stehe. Ich glaube, ich werde ein paar Nächte darüber nachdenken müssen. Pass auf dich auf. Das werde ich machen. Ich würde mit dir aussteigen. Wenn ich dir jetzt einen Drücker gebe, ist das dann irgendwie weird? Nein. Ja, beugt sich dann rüber und umarmt Sam. Ziemlich innig, auch wenn ihr am Anfang so ein bisschen zurückschreckt wegen der Kälte. Setzt sich dann aber irgendwie drüber hinweg und lässt sich auch erstmal relativ lange nicht mehr los. Ja. Trotz allem schön, dass du da bist. Es war auch schön, wieder mit dir zu reden. Steigt dann aus. Ich würde mit ihr aussteigen, zur Fahrertür gehen, die schon mal aufmachen, warten, bis sie sich umgedreht hat und nochmal, Sandra, vergiss. Dominate. Mhm. Und dann ins Auto steigen und wegfahren. Ja. Dann kommt Sandra wieder zurück in den die Lobby quasi von der Bibliothek, wo Scarlett sitzt. Macht so, oh, ist das kalt draußen. Der Kaffeeautomat. Was habe ich eigentlich draußen gemacht? Du weißt nicht, dass... Ich habe doch Schicht irgendwie. Ich glaube, du hast draußen deinen Schlüssel gesucht. Kamst du in der Tasche und anscheinend habe ich ihn gefunden. Hervorragend, sehr schön. Nun gut, ich... Ja, ich habe dich so lange vertreten. Brauchst du irgendwas? Wenn du sagst, dir ist kalt, Kaffee, Tee, eine Suppe? Eine Suppe? Wir haben noch Instant-Nudelsuppen. Henry steht auf die Teile. Weiß. Die sind gut. Wenn ich nehme Suppe. Ich einfach. Alles Klärchen. Ja, und dann marschiert Scarlett los. Wasserkocher. Und ja. Nudelsuppe. Ja, und mit Wasserkocher Nudelsuppe beenden wir dann für heute dieses Stream. Schwierig, schwierig. Ja. Stimmt, der Dominate habe ich gar nicht mehr gedacht gehabt. Hm. Das hat Sam ja auch noch nie benutzt. Aber ist da nicht ein Roll erforderlich? Nicht gegen Menschen. Nicht gegen Menschen. Okay. Ich habe beim Gegenkandidaten für den Bürgermeister haben wir auch schon mal den die Erinnerung ein bisschen aufgeräumt, nachdem wir da diesen netten Backstage-Auftritt hatten. Menschen haben keine Chance, sich dagegen zu wehren. Früher ja. Also im Normalfall zumindest nicht. Also wenn sie es nicht erwarten und sich dagegen wappnen können, dann. No role is required against an unprepared mortal victim. Aber wie läuft das jetzt? Weil nur mit Vergiss? Also sie hat quasi die letzten paar Minuten vergessen. Weiß nicht, dass Gott sei Dank. Weiß nicht, dass Sam da war. Wahrscheinlich wird es irgendwie. Würde man jetzt nachbohren, würde ihr auffallen, dass er irgendwie Zeit fehlt. Ja, ist ihr ja jetzt schon aufgefallen. Weil sie ja nicht genau wusste, was sie draußen gemacht hat. Aber Scarlett hat jetzt ziemlich schnell geschaltet. Ja. Sehr cool. Vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Ich musste jetzt mal eben in unserem Kalender, wir sind doch immer noch am 7. März, Tagesumschwung nicht geschafft, aber ja gut. Langsam, aber mühsam ernähren wir uns an den Tagen des Kalenders.
Ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. War sehr spaßig. Und mal wieder etwas ruhiger und trotzdem nicht ereignislos. Vielen Dank, dass ihr da draußen zugeschaut habt und so fleißig kommentiert habt und mitgefiebert habt und mitgerätselt habt. Ganz toll. Und auch hier Borja, Vlad, ein großes Danke an meine Lieblingsvampire. Das geht an euch. Ja. Es war wieder einfach nur der Hammer, sagt er. Ja, kann ich nur zurückgeben. Solche Kommentare sind auch einfach nur der Hammer. Vielen Dank, mehr davon. Ein Balsam auf die Seele. Vielen, vielen Dank. So, wenn ihr nicht genug kriegen könnt von dieser Runde, ich empfehle euch meine Patreon-Seite. Vielleicht ist das für den einen oder anderen was. Da machen wir jetzt gleich noch einen kurzen Aftershow-Talk und reden ein bisschen über die Runde. Und falls es nichts für euch ist, vertröste ich euch auf in 2 Wochen. Da geht es dann weiter. Und dann schauen wir mal, ob wir dann den Tagesumschwung schaffen. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und wird schon ganz gut. Wenn ihr sonst nicht genug kriegen könnt vom Rollenspiel, sowas, was wir hier machen, und es nicht unbedingt diese Runde sein muss, kann ich euch noch etliche andere Runden empfehlen, zum Beispiel die von Mondi, denn die hat inzwischen auch eine Vampire-Runde gestartet. Die ist gestern, glaube ich, richtig losgegangen, oder war schon früher? Ich weiß, bin gerade nicht sicher. Nee, gestern kam schon die 2. Folge. Guck mal, prima, da habe ich schon wieder eine verpasst. Danke. Zumindest in meinem Kopf. Und also könnt auch mal bei Mondi auf den Kanal schauen. Da könnt ihr dann eine Tremere-Runde, also nur Tremere, glaube ich. Ne? Also wir sind 3 Tremere und 1 Gargoyle. Sehr interessante Konstellation. Und die Spieler sind sehr, sehr gut dabei. Also es macht sehr viel Spaß. Also könnt ihr mit der Runde auch locker die 2 Wochen zum Warten überbrücken. Also dann, vielleicht reicht es nicht ganz, um da alle Tage mit zu überbrücken. Aber wir haben ja noch den Rerion, bei dem läuft auch Vampire auf seinem Kanal. Ja, auch wenn es da jetzt noch ein bisschen dauert. Jetzt gibt es erstmal am Dienstag, wenn alles glatt geht, Call of Cthulhu mit dem Horror im Orient Express. Das wird vermutlich auch eine ruhigere Folge, aber das warten wir mal ab, ob das wirklich so ruhig wird. Und wenn ihr das nicht live schauen wollt und nur Vampire gucken wollt beim Rerion, könnt ihr das auch. Ich glaube, ihr seid ja auch schon über ein Jahr dran mit den transsilvanischen Chroniken. Ja. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge zum Nachschauen, wenn ihr das bis jetzt noch nicht kennt. Ne? Genau, also transsilvanische Chroniken. Da spielt übrigens die Mondi auch mit. Vampire Dark Ages, mal was ganz anderes. Ria Starscheid kommt gerade mit 19 Koalas reingetanzt. Danke, danke. Wir sind aber leider so gut wie am Ende. Wir machen gerade Werbung. Ist ja spät als nie. Genau, ihr habt gerade verpasst, wie der gute Ronan Werbung für seinen Kanal macht. Vielen, vielen Dank, dass ihr aber hier nochmal ganz kurz Hallo sagt und reinschaut. Ja, apropos Werbung, wir können auch nochmal ganz dick Werbung machen, nicht nur für Rerion, wo auch Feramin ganz oft zu sehen ist auf dem Kanal, und für Mondi, sondern auch für den guten Kakko. Da gibt es, glaube ich, kein Vampire auf dem Kanal, aber sowas ähnliches. Ja, tatsächlich geht es am Dienstag weiter mit unserer Ripper-Brutrunde. Da spiele ich zumindest auch einen Untoten. Das geht ja schon mal so grob in die Richtung. Und wahrscheinlich wird bei uns die Folge auch wieder etwas ruhiger, weil wir haben jetzt ein weiteres Kind von Jack the Ripper erledigen können. Und jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg zurück ins traute Heim nach London und dann mal gucken, wie das Kind wir als nächstes angehen. Ja, das klingt doch alles ganz, ganz gut, würde ich sagen. Also schaut doch vorbei beim Kakko. Da gibt es auch, vielleicht gibt es den einen oder anderen unter euch, der mit dem Tabletop-Hobby ein bisschen mehr zu tun hat, also Figuren anpinseln und so. Da gibt es auch ganz relativ viel inzwischen auf seinem Kanal zu gucken. Vielleicht kann man sich da noch was abschauen oder beim nächsten Mal dabei sein und dem Kakko Tipps geben, wenn man besser ist als er.
Das wäre auch ganz gut für mich, ja. Ja, also irgendwie. Kakko bemalt schon super, also. Ja, klar, aber man kann dich ja immer verbessern. Wer weiß, wenn da draußen so ein junger Van Gogh oder so rumläuft, dann kann bestimmt noch Tipps geben. Falls du da draußen bist, bitte melde dich bei mir. Aber Kakko möchte, glaube ich, beide Ohren behalten. Ja, das ist richtig. Ich mag meine Ohren. So, dann schicke ich euch jetzt gleich aber direkt wieder weiter. Wir könnt gleich mal ein bisschen Dungeons and Dragons beim Skektis the Chamberlain reingucken, wenn ich das irgendwie vernünftig hinkriege. Ich bin ja hier immer noch totaler Noob, was Twitch angeht, zumindest was die Twitch-internen Funktionen angeht. Es gäbe bestimmt noch total viele Sachen, die man machen könnte. Bei Mondi kann man soll sehen, was da alles möglich ist. Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Aber ich versuche zumindest mal den guten Skeksis mal so irgendwie das hin. Skeksis. Voll nicht auffindbar. Hä? Wenn ich euch ihn falsch geschrieben habe. Da ist er doch. Schaut euch Dungeons and Dragons an. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Leute da draußen. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.